Mitbürger, Freunde, Römer! Mit der alten Schiller sagt jetzt halt einmal, gell? Alte Schlafenbade, kurze Ansprache. Es freut mich, dass Sie ja alle zu meiner kleinen Silvesterfeierlichkeit, so wie jedes Jahr, erschienen seid. Aber man, ihr wisst ja selber, für euch ist es vielleicht ein normaler Silvester, aber für mich ist es was Besonderes. Ich habe heute, genau 0 Uhr, sogar 24 Uhr, vor 36 Jahren habe ich meinen ersten großen Sieg errungen. Ich sage nur, Neujahrsbaby. Mein Lieber, da muss man so ausbremst, die Mama und die ganze Beule, weil er war. Na bitte, ich weiß nicht, was Baby. Bin ich auch in Zeitungsausschnitt daheim, bitte ganz groß, ganz lesen. Unser Neujahrsbaby Willi Grieberleck. Na ja, gut, Sie haben es doch falsch geschrieben. Was? Alle Neujahrsbaby Grieberleck haben es falsch geschrieben, die Alphabeten von der Zeitung, ne? Ja, bitte. Jetzt, was ist jetzt noch lustig? Na, geh Herz auf. Bitte, jetzt habt ihr noch mal. Na, ist es jetzt, jetzt müssen wir noch lachen. Ja, ha, ha. Jetzt hat das Kind schon wieder 10 auf. Der Weg, der sagt, jetzt geht wieder nur, weil man vor einer Viertelstunde hat die Gulaschsuppe über den Smogen geklaut, da brauchen wir jetzt nicht mehr deppert zu lachen. Ne? Ja, na, ha, 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 abputzt oder so. Jetzt. Bitte, ich hab mich eh umgedientelt, was wollt ihr? Was haben sie gegen den Jogger? Bitte. Das war ein Weihnachtsgeschenk von meiner Ex, wenn er mir damals zugemutet hat. Schlecht, bitte. Mit einer Ansage, der Jogger ist 5 Jahre im Kasten gelegen, Freunde. Ja? Und er passt mir noch immer. Was heißt der Tänzi? Der Sieger. Der Sieger Tänzi, das ist was eine Ritterrüstung, du Beutel. Ja. Hey, hör so, was hat er wirklich? Das hat man heutzutage in Jogger. Es gibt Leute, die das ganze Jahr nur mit einem Jogger umeinander. Ne? Bitte, so wie der Toni, ne? Wo ist der überhaupt? Toni! Der muss irgendwo umkehren. Der hat sicher schon einen Seeklassler Jesus da tun in den Händen. Wo ist der? Hallo! Hey, Toni, mein Freund! Hey! Da schaut er gerade an. Hey! Mit Jogger, wo ich gesagt habe. Ne? Aber Moment, bitte. Wenn ich da dazu sage, der Toni, der rennt da wirklich. Ja? Weil das nicht mehr heute zum Mittag ist er beim Silvesterlauf mitgelaufen, bitte. Hm? Wenn es ein Wunder, dass du schon da bist, hast du wo angehört oder was? Ja, nicht böse sein, aber du weißt wenigstens, für was du schwitzt, ne? Für nix. Ja, aber du hast dich recht, oder? Nein, ich meine, ich kenne den Toni, bitte. Endlos, wo? Bitte, wir zwei sind in die Mittelschule gegangen. Wir waren ein Mittelschulmeister. Ja, oder ich war Vizemeister, jetzt im Vortrag, der Bücher, der. Gute Stehen, bitte. Mittelschule, Leichtathletik, Fünfkampf, bitte. Na, wir waren super, die wollten uns zur Olympiade schicken, Freunde. Was? Ja, sicher, aber wir haben keine Zeit gehabt, weil wir Mathe-Schule weggehabt, Woche drauf, sonst waren wir weggefahren. Ne? Weil den Amerikaner hat man ein Arschfest ausgehört, aber immer noch. Na, ehrlich, du Tolle, der Kunde möchte haben, jetzt keine Frage. Super. Ne? Aber was der wie immer sagt, sterben müssen wir alle. Die Lebenden und die Toten, wie der alte Schüler sagt. Ne? Nicht die Toten, wie heißt das? Die Kranken und die Gesunden, irgendwann ist es egal, irgendwer stirbt immer, Freunde. Und jetzt wart's kurz, bevor ich mich anschmeibe. Ja, puh, will ich kurz meine guten Vorsätze fürs heutige Jahr bekannt geben? Ich werde weiter fressen, ich werde weiter saufen und ich werde weiter rauchen, weil mir ist das wurscht, ja. Und die schlechten Vorsätze für... Schlechter Vorsätze, Freunde, sage ich gar nicht, weil sonst werden da ein paar Damen nicht mehr schinden müssen. Oh, genau am Scheiß, da gibt's das auch. Hallo, was ist da? Was hat's denn? Was macht? Der Geburtstagsüberraschung oder was? Was ist das? Es gibt's nicht mit 36 und es will schade. Okay.
Ach, ich bitte, man stirbt doch nicht zu Silvester. Das wäre Blödsinn, bitte. Ist mein Geburtstag und das wäre ein Zufall, bitte. Okay. Glaubst du immer, das passiert an anderen? Das gibt's ja nicht. Bitte, wieso ich? Bitte, wie? Wieso ich, bitte? Wieso? Ja, das kommt mal wieder ungelegen, weißt du? Warte mal, vielleicht bin ich aber nicht tot, das kann ich nicht sein. Das ist das Koma. Ich weiß schon, die müssen mich zurückholen. Hallo, Freunde, hört ihr mich noch? Hallo, ich bin nicht tot. Hallo, ich schau vielleicht so aus, ich weiß auch nicht, das sieht mich nicht. Hallo, bitte, ihr müsst mit Mut bearbeiten. Ihr müsst das mit dem... Hallo, das ist von der Vorschütter, was wir da extra auf... Der Kurs hat die 150 Schülling, was wir da haben, extra zahlen müssen, bitte. Das ist mit Mut, bitte. Hallo, bitte, ich bin nicht tot. Die Herr, das gibt es nicht. Ich bin wie ein Finger. Schaut jetzt, schaut, ich bin wie ein Finger. Bitte! Lass auf die Achse von dem Volltrottel, das geht's ja nicht! Und ich lade die Trottel an euch! Bitte! Ja, na wo, sie kann eh nicht sehen, dann muss ich so nicht sein. Ja, na wo, sie ist da jetzt, ey Mann? Kommt da wer, oder was ist da wer, da wo, so da wer? Ich komm schon. Du spürst, oder was? Scheiße, Silvester, bist du betrunken, oder was? Also, da bin ich, wo hast du Problem, hä? Ich bitte, hallo? Wo sind Sie? Ich weiß jetzt nicht. Bitte, ich bin zum ersten Mal da, jetzt weiß ich nicht genau. Hallo, wo ist denn der? Bitte, wo sind Sie? Sind Sie vielleicht unsichtbar, oder was? Was ist mit dir? Machst du Spaß, oder was? Ja, was ist unsichtbar? Da bin ich in deinem Körper. Was wo? In deine Körper. Da spürst du nichts, oder was? Ah ja, was siehst du jetzt, ja. Meine Tochter sind die Brötchen vielleicht, aber... Soll ich sie eine Frage? Bin ich jetzt tot, oder was? Na, glaubst du vielleicht, du hast du einen Albträum, oder was? Nein, ich habe mir gedacht, vielleicht, dass das das Koma ist, zum Beispiel, nicht? Was ist Koma? Koma? Willst du mich ein bisschen verarschen, oder was? Hab ich ganz genau gelernt, Koma ist Bestig. Was willst du? Was glaubst du, wo du bist? Das ist alles nur Zwischenlager. Das ist gar nichts. Und ich bin Lagerarbeiter. Verstehst du? Also, okay. Komm, gehen wir mal rüber in die ewigen Jagdrunde. Na, Moment, bevor man da überhastig muss. Kann das sein, dass das alles ein Irrtum ist, zum Beispiel? Weil, ich meine, ich hab dich da verschaut vielleicht. Ich meine, ich bin nicht böse, kann passieren. 36 bei 63 angeschaut oder was? Ich meine, gebt es zu, seid ihr kritisch. Ich meine, ich weiß, es hat den Feiertag, man ist nicht so konzentriert vielleicht. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ja, gründen. Ne? Blödsinn, ich bin überhaupt kein Jäger. Nicht? Bist du auch nichts als Jäger vorgesehen? Muss man noch etwas haben in der Gründe, was man schießen tut? Kann ich sehen, dass ein Jäger das genießt? Also, wo wir zwei mit gegen mir? Bitte. Was ist das? Was bist du, 36? Spürst du dich aber an die 86, oder was? Bitte deine Gelenke alle komplett gerostet, oder was? Bitte frage ich dich, was hast du gemacht? Was ist jetzt? Geht die? Was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, wieso hast du nichts gemacht? Den ganzen Tag nur blöd sitzt da? Zu Hause vor Fernseher sitzt da? Dazwischen ein Auto sitzt da? Im Büro sitzt da? Dazwischen ein bisschen frisst da? Auf Nacht geht zu Heurige? Sauft da? Zu Hause keine Frau? Nichts knallt da? Jetzt stirbt er. Bitte? Beispiel? Dann frage ich dich, Willi, wieso hast du nie ein bisschen Sport gemacht? Ja. Oh, bitte, jetzt haben wir's. Na, durchs Reden kommen die Leute zum Sechst. Kein Sport ist auf dem Falschen. Kein Sport, bitte. Kein Sport, bitte.
bitte, Spitzensport bis vor kurzem, also. Bitte, mein 16. Lebensjahr, bitte, wa? Kein Sport. Ich war Vizemittelschirm aus dem Fünfkampfbeispiel, nicht? Na, was ist das denn jetzt, Deppert? Eine dran, oder was? Ha? Mit den Schule-Fünfkampf? Willst du mich schon ein bisschen verarschen, glaube ich, ha? Was ich da alles? Habe ich gehabt, ständig 36 Jahre in Beobachtung, ja? Weil muss ich zugeben, bin ich auch ein bisschen stolz auf dich. Okay? Warst du neben mein erster Neujahrsbaby, ha? Wie hab ich gemacht, ha? Genau 3 Sekunden nach 12? Patsch, kommt da. Haben wir exakt 100% und unter Garantie. Ha, hast du von mir bekommen eine absolute super Körper, weil ich krieg's lieber eine Scheißdreck, kannst du sicher sein, ja? Und mit so einem Körper, nichts gehst du und machst du eine Mittelschule-Meisterschaft oder was? Na, musst du vor eine Olympiade. Sage dir, locker hättest du gewinnen können, Goldmedaille. Okay, vielleicht keine Goldmedaille, aber mit deinem Körper unter Garantie, Bronzemedaille hättest du locker gewinnen können. Was, Geschlecht? Bronz, was hat der Bronz? Mit der Ölke, ja. Und wieso sagt man das gar nicht vorne, bitte? Man muss das was, na kannst du nichts wissen. Sonst ist ausgemacht, bitte. Na, das geht nicht, hä? Bitte. Ja, aber. Man, so schlecht bin ich nicht beinahe. Also, bitte. Man, sagen wir so, für einen Pokal war ich immer noch gut, gell? Was willst du denn, Pokal? Machst du Spaß, oder was? Hä? Du bekommst keinen Pokal, du bekommst einen schönen Kranz mit Rose vielleicht, aber so die nichts. Ha, 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 ha. Ich hab Zahnärger und Humor, da bitte. Ich bin das überhaupt nicht lustig. Okay, geh mir nicht irgendwas dran. Nicht mit 36, bis ich so wie. Was ist du, Deppert, Ronzen oder was? Bitte, aber immer dieselbe Probleme in Österreich. Österreich kommt und ronzt. Beispiel, aber gab der junge Bauer, ja, 22 Jahre, ja, die Volltrottel, ja, fahrt er nach Disco voll blunzelfett, ja, fahrt er mit Auto frontal im Baum. Okay, bitte, Hake habt es, super Kritik in Kronenzeitung, ja, alles, Foto, namentlich Erwähnung, alles und er kommt und Ronz! Und dann frage ich dich, was will er? Ronz mich an, bitte, bitte, was ich bin 22 Jahre, kann man nichts machen. Habe es gerade bestellt, super alufällige Bevorsticker. Irgendwie, ja? Ronz da, weißt du, ich schwöre, ich trinke nie wieder einen Tropfen Alkohol, ich schau, nie wieder trinke ich einen Tropfen, okay? Ich habe auch habe hier. Verstehst du, bin ich irgendwo Mensch geblieben? Und lass ihn mit dem Druck. Okay, was passiert? Ein paar Jahre später, Jona, ich weiß, er wird wieder besoffen, nicht? Nichts besoffen. War der nüchtern im Bahn, die wohl droht, oder? Okay, andere Beispiel. Hab ich schon gehabt, Selbstmord, oder? Selbst wurde was kommt da und sagte, oh, glaube ich, habe ich gehabt eine Irrtum. Lass du mich wieder zurück oder was? Ja, wollen mich alle verarschen oder was? Moment, jetzt bleiben wir aber ein bisschen am Teppich, jo. Wenn man immerhin, ich meine, ich bin kein Selbstmörder, dann bist du schon. Aber langsam. Auf Ratte. Bist du nicht kaputt gemacht, keine starke Zucht, Leberarsch aus, du bist hart wie Granit, ja? Gehst du nur zum Spiegel, machst du selbst Kontrolle, ja? Siehst du die Pudelnacken? Schaust du und siehst du? Bist du Scher? Oder glaubst du vielleicht, schaust du aus wie Fotomodell? Ha, da schaust du nichts. Nimmst du illustrierte Vergleich, schlagst du durch, alle Fotomodelle schauen dann das aus wie du. Alle. Aber komplett? Okay, eine schaut aus wie du. Aber das ist ja keine Fotomodell. Das ist der Next. Pass mir auf. Die langsam gehen und man wollte Kabeln oft da herum. Ich meine, jetzt, man lebt besser, ja. Ich meine, wo bin ich denn, man? Weiß ich nicht. Wurscht, ist mir gleich, aber beleidigt brauchen wir noch immer nicht los, ja? Gast, mir macht das einen Spaß wie Arsch, ja? Gast, mich freut das, wenn ich mich jeden Tag früh in den Spiegel rein schaue und denke, na gut, keiner tut den nicht, aber den Zehnt putze ich da trotzdem, nicht? Und dann nehme ich mir ein elektrisches Zahnbürstchen mit einem Handy, dann werden wir wahrscheinlich einen Sehnerchat nicht zu putzen.
Gott, mir macht das einen Spaß, wenn ich mir aufgehatscht reinstecke und ich glaube, ich kriege oben einen Erzkastel, bitte. Gott, das ist schön, wenn sie sitzt in der Sauna aus, alle lecker in der Schnupf, das Bier und die Brau fett lassen. Dass die anderen glauben, sie sitzen beim Feuerwehrhäuriger, bitte. Oh. Oh. Wie, Moment, mach ich mir so, legst du dich vielleicht einmal nicht so auf, denkst du auch ein bisschen an deine Kreislauf. Hör die Scheiße auf mein Kreislauf! Ist doch eh schon wurscht! Und das haben wir einfach nicht verdient! Nicht mit 36, bitte! Ja, ich will immer noch gut für den Pokal, jederzeit stehe ich mich mit dem blöden Buben, bitte! Jederzeit, und so, und ich geh nicht mit, so mach ich das! Ha! So, aus der Schmier, komm, Avanti, du verschwindest aus. Aus der! Du, ich prügel dich mit Deutschland, verschwind aus der! Ich bin ein Stück österreichische Sportgeschichte! Was doch ist in der Schülerzeitung, weil er keine Rede vom Direktor kriegt, er lebt weiter Blut. Grieber legt. Hallo, Freunde, was ist? Hat er gerade erwischt? Es gibt's ja nicht. Hat er gerade. Schaut so betroffen, was ist jetzt? Puh, da pickelt. Super. Freunde, schaut jetzt um jetzt an. Scheiße Gott, was da mal nicht da jetzt gibt. Schaut seitdem ein kleines Brötchen bitte. Die Gulaschsuppe ist auch noch in Ordnung, die müsst ihr noch auswählen. Also ein Smoking, das ist auch noch in Ordnung. Ein Sekt im Zirke, mach auf, eine Flasche Lume mit Sekt. Willi, was ist mit dir? Magst du Spaß? Hab ich geglaubt, du willst Pokal? Scheiße! Nicht Scheiße, ich bin. Also leicht hast du mir nichts los, ha? Alter, bitte, hast du mir beinahe genick gebrochen? Bitte, hast du noch die Urkraft, ja? Dann bist du teppert. Pass auf! Magen wir folgende? Ich muss sagen, bin auch noch sentimental, ja? Hast du doch mein erste Neujahrsbaby, ja? Machen wir zwar einen Spaß. Ich gebe dir ein Jahr, aber exakt, schaust du vor, ja? Gewinnst du einen Fünfkampf, hast du Glück, ja? Und ich streiche dich komplett aus Liste, kannst du werden 100 Jahre, okay? Moment, was heißt Gewinner? Wir haben vorhin einen dritten Platz gesprochen, bitte, ja, sind wir doch genau. Okay, dann streiche ich mich wegen zwei Plätze, ich bitte. Na, ja? Machen wir. Muss sein, eine reguläre sportliche Wettkampf. Nichts, du gehst in Geschäft und glaubst, da kaufst du vielleicht Pokale, das geht nicht. Ja? Mit Wettkampf? Jo. Minimum 10 Teilnehmer? Jo. Ja? Gut, machen wir 9 Teilnehmer, ein paar Prozent mehr drin sein. Ja? Okay. Nein. Sind wir vielleicht auch am Flohmarkt oder was? Jo, ne. Okay, na, machen wir neu. Ja? Super. Aber ich sage, schaffst du nie. Ja. Bist du 100% gedottet, ja? Aber nicht so schnell. Verstehst du? Ja. Langsam, ja, da kannst du genießen. Ja? Das ist lieb, danke. Und da steht dann im Badezettel, kennst du, nach lange, schwere Leiden, ja? Ja. Okay? Ja. Machen wir so. Das geht. Ja, was, Moment, was heißt das mit den langen Leiden? Na, warte, müssen wir uns detailliert unterhalten, bitte. Pass mal auf, hallo, dann leg los mich jetzt allein, bitte. Ich bin jetzt allein, eine Chance zu haben, ne? Da, lass ich die alle da. Also, ciao. Wer? Grüß dich, Grimadeck. Sind das alle, falls das von dem jetzt nicht... Sind das alle Enkel oder was? Nein, nicht böse, ich kann mich jetzt nicht mit euch, weil ich hab da kurz nach 12, das heißt, ich hab nicht ganz ein Jahr Zeit. Gut, was tun wir? Auf jeden Fall, ich muss jetzt... So fängt's an, das einmal nicht mehr, so einfach geht das. So, zack und fort, braucht kein Mensch mehr. So, gut, Punkt 2 ist Punkt... Warte, das war aber ein Fußbackel. Nein, nix. Ich reiß mit zusammen. Komm, Alkohol nie wieder getroffen. Ab heute bin ich abstinent. So, Punkt 3 ist gleich mal. Der Bauchhädel, Friedhof. Da muss ich. Ja, oder da weiß ich nicht. Da muss ich, da hab ich. Ja, da muss 15 Kilo, sag ich. Ne? Das geht. Ja, dann 10 Tage ist das weg. Fressen wird nichts mehr. So, und dann Punkt 4 ist gleich mit Trainingsbeginn. So, was war dabei beim Fünfkampf? Warte. Ja, Grenz haben wir auf jeden Fall, das weiß ich sicher. Dann. Ja, 5 Sachen waren es, da bin ich...
Eher wurscht. Ich fange mal an mit einer Grundübung. Ich mache mal Liegestütz. Schief vom Sessel. Oben. Nein, wollte nicht vom Sessel. Ich war flach einmal. Man darf es nicht übertreiben. Schief. Flach, aber schöne. Was? 30 Ski auspumpen. Das ist wichtig. So, gehen wir es gleich mal an. Und an. Nicht. Und an. Und den. Na, hört das aber, da hängen wir den Reißverschluss. Das ist so ein Blitz. Da hol ich doch hier. Da her. Aha. Oh, 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 der lustige. Ja, komm, reiß dich ein bisschen zusammen, ja? Bitte. Ja, ihr seid jetzt erst dazugekommen. Es wisst überhaupt nicht, um was da geht. So fängt es ja mit von vornherein an, ja? Also dementsprechend ein bisschen benehmen. Ja, das schaut jetzt vielleicht nicht so aus, aber ich bin vor kurzem Spitzensport. Also, bis zum 16. Das ist ja wurscht. Oh, wo bist du dabei? Da war ich reingegangen schon. Ja, das schaut vielleicht nicht so aus, aber die wollten mich zur Olympiade schicken, mein Lieber. Ja, natürlich, sicher. Ja, aber weißt du, wie es ist? Da bist du dann weg zur Olympiade und auf einmal lernst du ihn kennen. Ne? Ja, wenn du Glück hast, den Bundestrainer vom Leichtathletikverband, wenn du Pech hast, die Gabi. Aber ich bin jetzt der beste Hose aus der Siedlung, möchte ich da nicht mehr sagen. Ja, bitte. Ja, und genauso schnell, wie der Gabi drin war, war es der Kampf schon auf draußen. Ne? Ja, wo ich sagen muss, ja, es war eh nichts Ernstes mit der Gabe, das war nur so. Darum haben wir jetzt auch vor 3 Jahren von der Scheiden lassen, weil das hätte keine Zukunft gehabt, das war Blödsinn. Ja, bitte, die hat geraucht, das wird, jetzt habe ich auch gleich angefangen, nicht? Auch für Leibwand, nicht? Bitte, ein Backel pro Tag, nicht? Dann bitte sofort, also innerhalb von, na kurz, 9 Monate nachdem ich die Gabe kennengelernt habe, habe ich 12 Kilo mehr gehabt. Ich frage aber, sagen, da hat es ein Backelchick am Tag. Bitte stellt euch vor, ich hätte nicht geraucht. Da war ich jetzt Bischof. Ja, die Gabe, die derselbe Zeit hat die Gabe auch in den 1 Monat ihre 8 Kilo zugelegt. Die heißt jetzt Manuela, kurz mit dem Monat dann 5er. Was brauche ich da noch? Obi, bitte, ich möchte hier nicht, also das, dass nicht der Eindruck entsteht, ich möchte der Familie die Schuld geben am Ende meiner sportlichen Karriere. Absolut nicht. Also das war irrsinnig unfair. Also das ist auch von mir ausgegangen natürlich, nicht teilweise. Na, ist ja klar. Als junger Mensch, da willst du einfach zur Partie dazugehören, weißt? Da willst du der Außerseiter sein, irgendwo am Rand der Gesellschaft. Nicht? Da willst du einfach mit den anderen am Wochenende die das gehen und so. Und ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, ich bin auf die Welt gekommen. Also, eh, aber, ich mein, nicht behindert, nicht rothaarig, nicht schwul, kein Ausländer, keine Frau. Also wirklich, also auf gut Deutsch, ein vollwertiges Mitglied von unserer Gesellschaft heute, ja. Und da, sollte ich mich jetzt privat am Rand der Gesellschaft begeben? Bitte als Amateurleichtathlet, da hätte ich auch einen Schuss gehabt, da war ich mein eigener Feind. Da ist ich mit der Supergleich integriert zu der ganzen Partie da, da waren wir so, aber na, da ist da hin. Na, Moment, ich bin immer ein sportlicher Typ geblieben, also das möchte ich schon. Also ich bin immer, wie gibt zum Beispiel Spurtfügen auf mein Auto um und Bozen, Spoiler hin, also das, ich bin schon, also ich bin da schon na, sehr orientiert, sportmäßig. Und das, hat eigentlich, wenn man nicht so nachreflektiert, sogar, hat mich meine Liebe zum Sport im Endeffekt die Ehe gekostet. So absurd es klingt, aber. Ja, die hat man nämlich, ja. Die hat mir mit einer Regelmäßigkeit in den Abendsport reingequatscht. Ja, das glaubt man nicht. Nein, aber nicht absichtlich. Der ist das passiert, weißt du? Weißt du, es ist, am liebsten habe ich es gehabt beim Totoschein, weißt du? Musst dich eh konzentrieren, weil alles ging gleich. 1x, das hast du in Deutschland, da der Fernseher. Die ganzen Vereine, alle mit FC, jetzt bringt das durcheinander. Dann alle ausländischen Clubs, Donauwitz und was weiß ich, nicht? Ja, und dann tust du, und da kommt aus der Küche irgendein Blödsinn. Weißt du, wie, du heiße Perle, sag einmal, du die grauen Socken, sag einmal, kennt in die Schmutzwäsche, ich riech's nicht, ich bin verkühlt, du. Weißt du, doch, nein, ich kann nicht lachen, wir sind so die Kabel zum Aufgaben von Pferden, so bin ich gesessen, ja. Bitte, nur wenn ich jetzt mit dran zurückerinnere, ja. Wer gibt mich, nein. Ich tu mich gar nicht mehr einsteigen, sonst bin ich gleich wieder retour.
Ja, bitte, was willst du? Kannst du den Schädel lassen? Was willst du machen? Ne? Aber es war beruflich nicht gegangen, muss ich ehrlich sagen. Also die sportliche Karriere nicht, weil irgendwann stehst du vom Punkt nicht da, muss ich dann entscheiden, entweder ja, berufliche Karriereleiter oder sportliche Karriere. Und ich habe mich richtigerweise für die berufliche Karriereleiter entschieden. Und das ist, ich meine, ist ja ganz klar, jeder Mensch weiß das. Wenn du heutzutage drinstehst im Berufsleben, ja, wo bleibt dann eine freie Minute für einen Sput oder irgendein Blödsinn? Nein, ist es so nicht. Bei dem Leistungsdruck, den jeder heutzutage hat. Nicht? Und gerade wie auf der Gemeinde, muss ich sagen, ja, wir haben da. Ja. Ja, danke für die Anerkennung, weil ja, die meisten wissen das nämlich so wenig zu schätzen. Ja. Und zwar, ich bin da bei den Wasserwerken, ja, Magistratsabteilung. Ich bin zum Beispiel zuständig, was mich interessiert, für die ganzen Hydranten in die Außenbezirke. Ne. Ja, weißt, da muss ich mal kontrollieren, ob es wandern oder was, nicht immer schauen. Ja. Und wir haben da einen Magistrat. Zum Beispiel, und das wissen die wenigsten, wir haben da Sportsektionen. Und ich bin da bei einer kleinen Spezialsektion, ein bisschen was Hausgefallenes, warum nicht? Und zwar, ich bin da bei der Tischtennissektion. Ja, da sind wir zu zweit. Und ja, das reicht. Es geht natürlich. Gut, beim Ringerl ist eine Rennerei, nicht? Aber so geht's nicht. Und zwar, da bin ich eben, der zweite ist der Meier. Also Meier, ich weiß nicht, kennt vielleicht wer. Meier, namentlich vielleicht ein Begriff mit Ei, eh normaler. Meier, der sitzt im selben Stock mit mir im selben Zimmer. Ja, eh klar, wenn das selbe Stock das Zimmer hat. Also das war so, so ein Zimmer, das gibt's ja nicht. Nein, aber da haben wir halt immer so unsere Ping-Pong. Also Moment, Ping-Pong ist jetzt dasselbe wie Tischtennis. Das ist nur eine andere Sprache, das wissen vielleicht die wenigsten, darum sage ich es auch zur Erklärung dazu. Ja, da haben wir unsere Meisterschaften so einmal am Tag, weißt du, so in der Mittagspause von 10 bis 2. Und, ja, und ich muss ehrlich sagen, obwohl der Meier jetzt im Gegensatz zu mir, ja, komplett unsportlich ist, aber komplett, ja, und auch technisch nicht gut. Nein, er ist ja so ein Putzer. Weißt du, ein bisschen so aufschleißig. Aber trotzdem, der Mensch hat einen derartigen Ehrgeiz, der hat dann die Jahreswertung ganz knapp mit 18 zu 243 Partien gewonnen. Gell? Sag ich mal, hast du einen Sprung im Schüssel oder was? Ich meine, probierst du das einmal im Ball, triffst du einmal andere Variante. Ne? Jetzt, ich meine, da ist es gut, wenn der Ball auf dich zukommt. Ne? Jetzt, hör mal auf, das hat ja keinen Sinn, ich freue mich nicht mehr mit dir spielen. Ich meine, da kann ich gleich mit der Wand spielen, bitte. Ob ich die Wand jetzt leben, dann kommt der Ball wenigstens einmal zurück. Vergiss es, lass mir es gut sein. Ich gebe was einschneiden, ich will was mit vom Schwagern, vom Fleischhocker, Leberkass, vom Feinsten, halber Kilo, reicht für mich. Oder? Machst du einen kleinen Hocker, ha? Na, danke. Ich bin auf Diät. Was? Was machst du? Die? Schon ein bisschen, oder? Ich meine, ein bisschen? Schon, hä? Ich meine, was machst du denn? Hör mal auf, bitte. Ein Mann ohne Bauch ist wie ein Kohl ohne Cognac. Jetzt geht's schon dahin. 3 Kilo sind schon weg, Freunde. Jetzt gut. Herr Wille, komm zurück. In der Früh renne ich meine 10 Kilometer und auf die Nacht renne ich auch noch meine 10er. Und ich muss sagen, da bin ich jetzt erst einmal froh, dass ich nicht mitten in der Stadt wohne, sondern daher lasst bei uns in der Siedlung. Nein, ideale Trainingsbedingungen für den Spitzensport. Wirklich wahr. Weil es ist schon ein bisschen grün bei uns heraus, weißt du? Da drüben ist zum Beispiel ein grüner Altglas-Container. Ne? Da vorne ist ein grünes Plakat mit der Petrovic und einem zweiten grünen um zwischen die Augen. Da hat er sich herumgesprochen, welcher Grüne das ist. Gut. Braucht ein bisschen eine politische Vorbildung, ist ja klar. Nicht? Da vorne an der Wand ein neongrünes Hockenkreuz. Lastbum, gestern ein paar. Nein, aber das geht sehr nicht. Obwohl ich muss ehrlich sagen, unter uns, mir ist lieber, es ist schon ein Futter mit der Krosse. So, obwohl, na, aber gehört tut es nicht.
Na wirklich nicht, weil, ich meine, das ist schon, weil, wenn du mal bedenkst, dass das ein Arbeiterbezirk war, weißt du? Ja, gut, da drüben ist aber ein Rotshockenkreuz, dann passt es wieder, gell? Halt davon ist eine grüne Ampel, die der Wiesche noch mal einen spürt. Sag mal, was ist mit dir? Dann nimm uns vom Rechts, komm mit der Kehrt und dir auch. Entschuldigung, nein, ich hab jetzt gar nicht, was heißt, rechts, komm mit Herrn Zappel, Sie haben rot, bitte, ich hab grün. Oh, um das geht es jetzt nämlich überhaupt nicht. Glaubst du, los, bitte, von einem Glühbirndl terrorisieren oder wo? Ruhig so. Auf der Straße gibt's nämlich nur ein Gesetz. Und das ist das Gesetz von den Stärkeren, verstehst? Ach so? Na dann steig aus. Komm mal zuerst, komm, steig aus. Du, steig aus, ja, du steig aus. Du steig. Du Fresser, du steig einfach. Soll ich ihm noch hochrennen, gell? Ich schnell aus, dass der Siedlung und einen Wald. Weg von den wilden Tieren. Und da in der freien Wildbahn merke ich jetzt nämlich erst, was mir die letzten Jahre alles so gegangen ist. Minus 5 Grad. 80 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit. Aber da muss man beißen. Da nutzt nichts, da muss besser werden. Weil ich merke ja, was mir die Fetten so richtig anreden. Hoffentlich rennt hinter mir keiner Loch, weil dann hat es auf Pappen von Öffling. Aber da ist eh keiner, da bin ich eh Mutterschöner Later im Wald. Was ist da von? Da rennt noch einer. Ich ist aber lieb. Ein anderer Joker, das ist aber wirklich nicht. Das ist ein Fred. Na gut, du hast schwarze Tübeln. Also, wähle den Misch mal auf. Na, pass auf. Na, aber langsam ist er nicht. Scheiße, jetzt rennt die Brüne an. Oh, was? Scheiße Gott, wenn ich meinen Windschatten nicht sagen würde, das wird auch typisch. Aber wir gehen morgens mit der Lauftechnik. Da hole ich mal mit der Technik. Der beschleunigt noch das. Ein Wurzel. Das ist ein Ausklutsch. Na, wo ist denn, hole ich mir noch. Wo ist er? Wo bin ich? Geschleppte Herz. Da gibt's es. Ah, jetzt. Hallo. Da haben wir da was benannt. Hallo. Bitte, ich bin das. Der mit der Gutschrift. Hallo. Und was ist da jetzt? Wer kommt da jetzt wer oder wie oder was? Hallo, Willi. Was ist mit dir? Bist du wieder trug oder was? Hat ein bisschen Scheiß drauf, ha? Glaube fast, du bist ein bisschen lebensmüde. Was? Wieso? Na bitte, bin ich überhaupt nicht lebensmüde. Also, wieso magst du dann Rennen mit Mountainbiker? So. Entschuldigung, ich müsste die Brühe nachrennen, ich meine, was er wird, aber was? Weil ich mir doch der Blind so rot, da war ich verunsichert, ne? Ich weiß ja auch nicht, was soll ich machen, bitte, erst. Na, fragst du mich? Bin ich da drin? Glaub ich, best ist, gehst du einmal und besorgst du Kontaktlinse. Besser besorgst du zwei, ist noch eleganter. Du kannst doch nichts gleich Vollgas. Na, bist du teppert? Na, das geht nie. Muss du langsam anfangen. Und glaub ich, best ist, gehst du vielleicht einmal zu Onkel Doktor. Hast du Onkel? Hast du Doktor? Ja, gehst du hin, okay? Sagst du, bitte machen Sie bei mir einen kompletten Generalservice. Und ich glaube, wenn ich dich so anschaue, Beste, nimmst du vielleicht Organspender gleich mit, weil dann geht's schneller. So, der Nächste, bitte sehr. Ich glaube, das ist jetzt Krivanetz, gell? Na bitte, Kriva
Neck bitte. Aha, Grieber Neck. Demnach sind Sie auch nicht die Eierstockentzündung. Waren Sie bitte Platz nehmen, Herr Grieberneck, bitte sehr, da hat mir die Schwester die falsche Kartei hereingegeben, bitte sehr. Ja, danke, Herr Doktor, dankeschön. Ich war eh schon vor 14 Tagen da, ich bin nicht mehr der. Ich hab die Probleme gehabt beim Waldlauf, gell? Na, langsam, Herr Grieberneck, wenn ich Sie korrigieren darf, Ihre Probleme sind nicht wirklich der Waldlauf, Ihre Probleme sind der Kreislauf, ne? Wenn ich mir da so Ihren Befund ansehe, Herr Grieberneck, na ja, ich meine, das einzig Negative ist der Aids-Test, aber man, von nichts kommt halt nichts, gell? Aber sonst haben Sie relativ fleißig gepunktet, vielleicht, wenn ich kurz ganz frei die Schmankerl zitieren dürfte. Ja, Rivarocci, 80 zu 190, Triglyceride 526, Gamma GT 417, dann haben wir Cholesterin 799. Na ja, sicher, da waren der Komfort zusammen im Laufe der Zeit. Das ist ja klar, das ist. Und was tun wir da? Ich meine, was verschreiben Sie mir? Ha? Na ja, Herr Grieberneck, ich bin ein Verfechter der Sanftmedizin. Fangen wir vielleicht einmal langsam an mit Moorpackungen. Ach so? Aha, ja, bitte, ich meine, ja, wenn das hilft nicht. Na ja, nicht wirklich, aber Sie gewöhnen sich einmal langsam an die feuchte Erde, Herr Grieberneck. Wissen Sie? Doktor, ich meine, jetzt bitte nicht böse, also Ihr Humor in Ehren ist keine Frage. Nur, schaut, ganz ehrlich, mein Problem ist wie folgt. Ich müsste da bis knapp vor 9 Jahren, sollte die eigentlich einen Pokal gewinnen. Wissen Sie, was wollen Sie? Einen Pokal wollen Sie gewinnen? Mit Ihrem Stoffwechsel? Ja, was, das war ein Weihnachtsgeschenk von meiner Frau. Ich meine, was... Aber Herr Grieberneck, schauen Sie. Ich meine, Ihnen wird doch auch einleuchten, ein altes Mercedes-Diesel-Taxi mit 400.000 Kilometer, das ist nicht wirklich ein Rennwagen, das ist schon Kategorie alter Scherben. Ne? Da sind wir uns ja einig. Ne? Na ja, schauen wir mal, was essen Sie denn so den ganzen Tag, Herr Grieberneck? Na, jetzt werden aber Sie mal schauen, Herr Doktor. Was glauben Sie, dass es ist? Sie sind ja sagen, nix mehr. Na ja, gut, da haben wir es. Also kein Wunder, wenn Sie ihn zusammenpackt. Also wirklich wahr, ich meine, also wenn ich sowas her, also wirklich, also böse könnte werden. Na, ich weiß eh nicht, aber ich muss so tun. Ganz, Herr Grieberneck, wenn Sie jetzt nichts essen, dann ist das ganz genauso, wie wenn Sie in Ihr Auto keinen Sprit hineintanken und wollen damit nach Salzburg fahren. Ne? Das wird nicht gehen. Das leuchtet auch Ihnen als medizinischer Laie vielleicht ein. Sehen Sie? Ja, also was wir jetzt schauen müssen in Zukunft ist, dass wir mit möglichst wenig Benzin möglichst weit kommen. Ne? Und dabei einmal die alten Reservekanister aufbrauchen, ja, die wir da so mitschleppen im Kofferraum. Ich möchte sagen, das ist ja schon fast ein kleiner Kombi, nicht? Und dann steigen wir vielleicht einmal um auf Superbenzin, wenn Sie verstehen, was ich meine. Schauen Sie, das ist ganz einfach. In Ihr Auto, da tanken Sie ja auch lieber den Tiger hinein und nicht die Schweinebrunze, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und das ist ein Multitrainer, jetzt sage ich das gleich. Das ist ein... Nein, ich muss noch mal auf. Wenn ich auf bin, dann gibt's es. Das ist ein Bodybuilding-Center. Das ist so ein. Das habe ich in meinem Teleshopping habe ich mir das gekauft. Super. Ich muss noch auf. Du! Ja, geht schon. Nein. Das Ding. Kommt aus Amerika, das haben sie mit der NASA entwickelt. Ja, das sind die Astronauten, ne? Weil die müssen ja trainieren, die Astronauten. Das ist ja klar, meine, die sind ja topfit. So, ja, da ist halt ein der Raketen, müssen die trainieren, dürfen aber keine Handeln, keine Gewichte mitnehmen. Klar, wenn der nutzlos. Wenn wir die da Kontrolle haben unterwegs, die lassen sie aussteigen, auch gleich die Amerikaner. Sind da hart. Und darum haben die das Ding da entwickelt, ja. Super, kostet 3.500 Schilling, ist ein Geld locker wert. Wirklich wahr. Na, also, ideales Gerät. Das Ding heißt Arnold. Ja, aber ich weiß nicht wieso. Ich mein, eigentlich müsste es ja Pinocchio heißen, nicht?
kann mit dem Gerät, laut Beschreibung, kann man damit 57 Körperteile trainieren. Ich meine, ich habe nicht so viel, aber es ging nicht. War schon interessiert, ein paar Übungen kann ich schon. Ja, kann ich ein bisschen was vormachen, warum nicht? Also, was auch für Schultertraining? Das ist. Ich meine, Armtraining. Das geht nämlich ganz schön, obwohl man das jetzt so sieht. Ja, dann Bein, das mache ich immer da unten, das ist auch. Geht auch, dann machen wir Bauchtraining, das geht dann so in etwas als Bauch. Dann kannst du den Kopf trainieren zum Beispiel, ja. Da kann ich den einen Kopf, dann mache ich das, der eine Kopf. Es geht aber auch der andere Kopf. Also ich kann den zweiten Kopf, mache ich dann da und dann. Ui! Halt, ich habe einen Alarm. Halt kurz bitte, ich habe einen Alarm. Ein Alarm. Halt, da hat es was. Ich hab schon. Und aus. So, das ist nämlich jetzt, das ist so, jetzt muss ich da irgendwie. Nein, ich hab da nicht. Nicht langsam, halt. Nein, ich lasse das da aus und dann. Jetzt wird es gefährlich. Uah. Jo, jetzt hängt's noch wo, gell, warte, ich muss um, so, super, irgendwann halt's rum, du klumpert. So, also passt auf, ich habe mir da jetzt gekauft, und zwar, das ist jetzt ein Pulsmesser. Das misst ganz genau Computer, ja, misst, wie viel Herz ich habe, schauen wir gleich, wie viel Herz habe ich. Eines. Aber da bin ich im falschen Mode, da muss ich mich weiter drücken. So, ich hab schon, sehe ich schon. Nein, Herzschläge muss ich schauen. Ich habe jetzt gehabt 135 Hertz pro. Ja, wie gesagt, diese 135, wurde mir eh angezeigt. Und das ist bei mir zu viel. Und wenn ich da drüber komme, roter Bereich heißt das, und wenn ich. Also, es kann sein, dass ich anrebe, auf gut Deutsch. Das heißt, stand der Bede da. Das reißt sowieso nicht. Und darum muss ich jetzt warten, bis ich wieder herunten bin auf 80 Hertz pro. Sehe ich natürlich vorhin. Ja, das ändert sich nicht. Ja, und dann darf ich weitermachen. Und das, was ich jetzt dazwischen tue, das ist die lohnende Pause. Ja, das heißt wirklich so, das sind jetzt bitte alles Sachen aus der Sportwissenschaft, Sportmedizin, ist für euch vielleicht als Hobbysportler oder Nicht-Sportler eben, ja, ist es eben nicht so relevant, aber für mich als Leistungssportler sind so Sachen dann wirklich. Nein, ich bin jetzt schon im Leistungsbereich, ja. Weil ich gehe heute zum Beispiel zum ersten Mal auf die Nacht in mein Leben gehe in ein Fitnesscenter. Ja, das hat mir der Toni, hat mir da die Rutsche gelegt, der geht da in so ein Studio, Superpoli Club heißt das, das ist so, da beim Herrn Sepp muss ich mich melden, darf ich nicht vergessen, da muss ich fragen, nein, aber das ist, auf das freue ich mich schon, weißt du? Herr Meier, was ist mit dir? Gehst du auch mit ins Fitnesscenter oder was? Was mache ich in einem Fitnesscenter, bitte? Jetzt. Schau mir an, Conan war mein Papa. Jetzt. Hm? Ja, ja. Aber du gehst ins Fitnesscenter, du Wappler. Hm? Ja, aber dann stinkt es wenigstens woanders, weil die Völlerei da im Amtszimmer, die geht mir ja schon fies auf den Zager. Hm? Ich meine, ehrlich, ich meine, da schweißelt es ja rein, ich meine. Was ist es da? Hm? Ein Testkammerl von der Burgit oder was? Überhaupt. Die ganze Trainiererei, die ganze blöde Hut geht mir schon langsam am Zeiger, nicht? Müsli fressen den ganzen Tag, ich mein. Ein Provokant, glaubst du, hast jetzt auch mit der Mittagspause beim Tischtennis gewonnen als Biest, wie? Ich mein, jetzt, der ist Supersportler, oder was? Vergiss mich. Geh was einkaufen. Ja, was kauft er denn, ha? Leberkassemen? Nein, Tischtennisbälle. Tischtennisbälle kauft er. Ich glaub, die Bälle sind schuld, was? 21,19. Aber Hinrichtung. Ich will es gar nicht bereden. Ich glaube, die Bälle, bitte läuft. Ich spüre nur mehr alles aus dem Bein. Weißt du, ich stehe nur mehr so beim Tisch. Da kommen nicht alle, was? Ja, 3 Kilo sind schon wieder weg, nicht? 2 Kilo Fett, 1 Kilo Brünn. Ja, nein, weil ich müsste das jetzt einfach irgendwie, muss ich sagen. Mir ist jetzt gefährlich, wenn man dann im Wettkampf was passiert, da rennt man was aus, so wie Kontaktlinsen, das ist ja wirklich gescheiter. So eine kleine Sportausrüstung haben wir jetzt auch schon zurechtgelegt für das Fitnesscenter heute. Das Notwendigste halt, was man halt braucht. Nicht? Und da habe ich jetzt auch immer meine Sachen zum Essen schon selber mit, weil ich ja komplett meine Ernährung umgestellt habe. Komplett. Ja. Und zwar, ich habe einen Ernährungsplan von meinem Mechaniker, also vom
Wat het net? Ja, und jetzt weiß ich endlich, was mein Körper nämlich wirklich braucht. Gut, ich muss sagen, ich habe früher einmal gewusst, was ich brauche, so in etwa. Also, das war mal in der Früh nichts. Dann 10 Uhr Vormittag einmal zwei Leberkassemmeln, kurz Cola, ein paar Pfefferone. Dann ja, zum Mittag sind wir sowieso gegangen auf ein Mittagsmenü, entweder runter zum Chineser auf ein Job, auf ein im 9. Oder. Aber machen wir die Pizzeria, nicht auf der Quattro-Station. So eine Pizza mit permanenter Euro, da unten sagen wir alle. Ja, dann am Nachmittag dann ein kleines Kaffeetschel. Ja, mit einem Rivitalspitz oder Bunschkapfel oder irgendwas. Ja, und auf die Nacht, wenn du heimkommst, was gescheit. Ja, gut an oder ein Schnitzel oder Fleischlaberl oder bochene Leber. Oder machen wir sogar vegetarisch, da muss man mit der Zeit gehen, was ein Bochener Emmentaler, Bochener Kammerbär oder was. Ne? Und dann, ja, zum Einschlafen halt so beim Fernsehen ein kleiner Imbiss noch so ein Betthupferl halt. Ne? 500er Neuset oder. Obwohl, das ist dann eigentlich nicht wirklich mehr ein Betthupferl, das ist schon mehr so ein Bettfestnagel. Ja, na, aber. Also, das war das, was ich geglaubt habe, dass ich brauche. Nicht wirklich. Also, und darum ernähre ich mich jetzt wirklich nur mehr bewusst. Und jetzt ist mir wirklich bewusst, wie gut das alles geschmeckt hat. Das ist. Ich war. Ich war jetzt nämlich sogar schon mal in einem Bioladen. Ja, ich meine, ich bin eh so reingegangen, dass mich keiner kennt. Also, das ist ja keiner. Da hat der Kollege da, was ich bis da unten durchläuft. Und da habe ich mir dann gekauft so eine Frucht. Ja, gut. Und ich muss sagen, ja, mein Gott, weil die bemühen sich sicher. Das will ich gar nicht. Also, aber es hat schon mehr ein bisschen so eine Farbe, ja, wie wenn es der Heidelbeeren Nömix isst und dann speibst. Weißt du, das ist so. Ja, aber ich muss sagen, fairerweise muss ich sagen, es schmeckt. Ach so, also es ist. Es, gut. Ja, aber der vier Kosten tut sogar mal das Dreifache. Nicht? Das, ja, klar, da musst du die Altszeit auch dazu rechnen, nicht von dem, der. Aber es ist ja so, das wissen die wenigsten nämlich, du kriegst auch im normalen Supermarkt alles, was der Leistungssportler, also ich in dem Fall, wirklich braucht. Na, ich kaufe nur mehr reduzierte Ware, ja, man habe ich früher auch gemacht. Nicht nur früher, weil ich kaufe die preisreduzierten Sachen, ne, wo so halt neben der Kasse da irgendwie um ein anderes Land so, Ware abgelaufen, aber doch noch da, nicht die Sachen, ne. Aber jetzt kaufe ich die Kalorien reduziert Sachen. Nicht alles, was ist cholesterolfrei, alles, was also, wo umsteht, leicht. Das ist nämlich dasselbe, das ist noch ein anderer Spruch, das wissen die wenigsten drum. So ist auch zur Erklärung dazu. Nicht? Weil die müssen von den neuen Lebensmittelgesetzen genau draufschreiben, wo es nämlich drin ist. Ja? Gut, haben es früher auch gemacht. Nicht? Topfen, Butter, Margarine, Milch. Ja, gut. Das ist die Überschrift. Ja. Ja. Mich interessiert der Aufsatz hinten auch auf gut Deutsch. Nicht? Weil ich gehe mit meinen Ernährungsplan einkaufen. Nicht? Schau ich gleich, was brauche ich heute? Täglich brauche ich 465 Gramm Kohlenhydrat, 122 Gramm Protein, 83 Gramm Fett, alle Vitamine, Vitamin A bis Vitamin Z durch die Bank, ohne Ausnahme. Ja. Dann alle Mineralien. Alles, was Mineralien, also habe ich gleich alles daheim, was man wirklich, also alles, Fischlauer, Breblauer, Küsinger, Römer, Quelle, Alpgel, also wirklich durch die Bank. Und dann brauche ich Arginin, Ornithin, Lysin, Pyroglutamat, Gamma, Aminobuttersäure, essentielle Aminosäuren, Massive Optimizer, Wett, kennen nicht, ne? L-Carnitin, Kreatin, Carotin. Ja, und mit dem Einkaufszettel bin ich dann gegangen in ein Lebensmittelgeschäft und die hat mir die Formhandlung geschickt. Ja, und. Ja, und da habe ich mir gedacht, da muss ja was anderes geben. Und da hat mir jetzt der Toni aus dem Fitnesscenter, hat mir da jetzt was besorgt. Und zwar Sportlernahrung. Freunde, ein Traum. Nein, so wertvoll wie ein kleines Steak, aber wirklich, nein, da nein, am Tag brauche ich, dann habe ich alles, was, ich meine, gut,
Die schaut jetzt vielleicht, wenn du zuschaust, schaut das ein bisschen deppert aus, das weiß ich schon, weißt du? Wenn das einmal lieb angerichtet ist, weißt du? Nein, das ist schon lecker. Und vor allem eins ist, geschmacklich kannst du nicht enttäuscht sein, weil das schmeckt immer gleich noch nichts. Das einzige Problem, was ich damit habe, das ist, ich habe schon von klar auf, von Kind her, aber es ist so eine Schluckphobie. Ich glaube, das heißt so. Ein Schluck auf jeden Fall, aber so ein, also, nein, ich krieg kein Pulverlobe als Kind. Unmöglich. Nein, oh ja, oben schon, sofort, zack, oben. Aber 3 Sekunden später, ja, kriegt. Nein, Todesangst. Nein, das kann ich kaum beschreiben. Du bitte, nein, Würganfälle, die haben alles mit dem Arzt haben's probiert, was die geschüttelt haben, sie mich am Kopf geschüttelt. Ja, die Pulverl als Gummibärle angezogen, sinnlos. Nein, das Einzige, was bei mir gegangen ist, sind Zapferl. Ja, Mann, da, nicht? Das ist ja klar. Nicht? Hint habe ich es nicht gesehen und dann habe ich es geschluckt, das ist ja klar. Aber, gut, aber die Nächer, das ist ja schon, ich meine, das ist schon so glatt, weißt, das ist schon, die Bahn hat das schon so, nicht? Das flutscht da, weil da weißt du gar nicht der Geschichte, nicht? Also ein mega kleines Kind, das ist ja alles, was ist ja alles da oben? Gut. Ich schund. Das war eine Quälerei, nicht? Ich hab eh gefragt, aber dieses Zapferl gibt es nicht. Da hab ich schon gefragt, das nein, ist nicht handelsüblich, nicht? Schade, aber das war natürlich, obwohl ich war auch blöd, nicht? Da bist du irgendwo zum Essen eingeladen und sagst, na danke, ich selber mit. Reinspaziert. Einer mit dir da, willkommen im Super Bowl Sport und Fitnesscenter. Einer mit dir bin da sehr, passt schon, ja. Alles klar. Erste Frage, warst du schon mal in einem Fitnesscenter? Blöde Frage, vergiss es. So, gleich mal vorweg, damit wir uns gleich mal richtig verstehen, wir sind der K-exklusiver Club, ja. Und sowas brauchst du ganz gerne, wenn hart ins Alcatraz, die gespritzte Abteilung, ja. Ich glaube, ein Golfschlag ist ein Sportgerät, aber bei mir spielt es anders so. Okay, in dem Motto. Also, gleich mal vorweg, da kannst du gerne machen ein gratis Schnuppertraining. Das heißt, du trainierst einmal eine Stunde und ich komme dann schnuppern. Und wenn du nicht aus alle Löcher raussaftelst, ja, wird die britannische Jacke, ja, zerreiß ich da eigenhändig den Clubausweis, weil ich darf das, ja, weil ich bin der Präsident von dem Club, Cheftrainer, Besitzer, aber da kannst du selbst zu mir sagen. Ja, Herr Sepp, ich soll mich bei Ihnen melden, und zwar folgendes, ich bin nämlich ein Schulfreund vom Toni. Scherzgeber, was? Der Toni geht ja lange nicht mehr in die Schule, bitte. Nein, ich bin ein ehemaliger Schulfreund. Er hat gesagt, er ist eh da. Ist der Toni nicht da? Sicher ist der Toni da, ich meine. Was heißt, ist der da oder der Müllzettel bei uns? Ich meine, was ist mit dir? Das ist echt kein Problem. Ich hol dir noch mal auf mit der Hausanlage. Toni zur Rezeption, bitte. Toni zur Rezeption. Toni bitte zur Rezeption. Toni Rezeption. Toni bitte Rezeption. Was ist mit euch? Und da muss deutlich reden, man, sonst hört sie ja unten nicht, gell? Sag mal eine Frage. Bist du vielleicht der Fünfkämpfer? Ja, so. Das ist ja rumgesprochen, gell? Ja, mein. Vizemittelschulmeister. Vizemittelschulmeister. Ja, bist der Kapp einmal, hm? Herr Vizemeister, kannst du gleich mal eingreifen, dann, Kleine, in unsere Schlacht um einen Wanderpokal? Also, ein Wanderpokal vom Leistungswandern, oder was?
keine Spaß über unseren heiligen Graul. Das nehmen wir unser Pokal vom Tetralon. Von was? Bitte, was ist ein Tetralon? Was ist ein Tetralon? Ich meine, da aufpassen in der Schule. Fünfkampf. Tetra. Komm von dem Milchbackel von den Fünfeckigen. Ne? Unsere Tradition auf die Clubmeisterschaft in dem Motto. Ja? Machen wir so was knapp so zwischen Weihnachten und Neujahr, legen wir das immer hin. Ein Abschluss von einer würdigen Saison in dem Motto. Und Silvester gibt es eine Siegerehrung, da fliegen die Fetzen. Nicht? Was, Silvester? Das geht sich genau aus. Das heute nicht, das ist ja genau. Super, bitte, da mache ich mit. Ne? Sehe ich, mitmachen kannst. Aber reißen wirst nichts. Ne? Da spreit sich jedes Jahr der Weizen bei unseren Tätern, mein Lieber. Ne? Ja, haben sich auch die Koryphäe an den Finger verbrennt, mein Lieber. Ja, fahr der andere Wind. Da schau her. Geht schon los unten, der oben. Kannst gleich oben gehen. Mach gleich mit der Kittel, nicht? Aus den richtigen Männern gewinnen den Tetralon und bleiben dabei. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und noch einmal. Kommt, höher, super. Und vor. Vergiss es. Aus, los, drauf, aus, ist sinnlos. Na, man konditionell kennt ihr ja bitte. Aber so kann ich nicht mehr. Na, was ist mit der Hupferette, aber die Kittel und sehr ruhig, dann wird man das schon beibringen. Ja, Fisch im Moos. Warte, bitte. Die wollen mein Fitness, aber nicht seit 36 Jahren auf. Weißt du, also wirklich sportlich, aber doch. Was blond, also alles noch wirklich. Ne? Und dann, die hat nämlich so geile Gewandel noch. Weißt du, diese, so, na so, dieses eng, da so, das, na wo sie am Gürtel auch haben, diese, weil das, weil gut kenne ich nur vom Beifall oder so. Nein, weil, nein, wenn ich meine Runden draußen, nein, dienstlich, ne, wenn wir Hydranten kontrollieren oder was. Ne? Und das sind so, also wie soll das jetzt, ich meine, na, noch geiler wie ich. Weißt du, ganz. Ja, ich muss sagen, da könnte es auf den Geschmack kommen, mein Lieber. Ich meine, nicht auf den Aerobic-Geschmack, aber so auf den Geschmack halt allgemein kannst du kommen. Also, gut, obwohl ich mir solche Sachen tue, mich gar nicht in den Kopf zu brechen, weil ich habe andere höhere Ziele, mein Lieber. Das sollen andere tun, so wie der Gute, unser Brotmeister. Gell? Servus, Uschi, geht's da? Tut sie? Nichts tut sie? Super. Und sonst? Auch nichts, super. Ha? Auch schon lange nicht da, gell? Gehst dann, fleißig. Ha. Super, und sonst? Gehst du in die Sonne heute? Und gehst? Viere? Super, geh auch. Ja. Okay, sehen wir uns, gell? Hallo, Manuela, servus, geht's da? Tut sie? Nix tut sie, super. Und sonst? Flässig, super. Moment. Ich möchte nicht oben machen, also nicht der Kerl. Vorhin, der Bursche, ja, ist jeden Tag. Von 10 Uhr Vormittag bis um 10 Uhr auf die Nacht. Täglich, ja. Und redet kein einziges drum. Ich muss sagen, nein, da war sogar ich als Beamter beeindruckt. Nein, wirklich, also Hut ab! Wirklich. Ja. Also da, ja. Aber er ist ein netter Kerl. Er bringt mir jeden Tag mein Auto heim, weil ich liege auf seinem Weg. Also, ja. Sag mal nicht, also, nein, aber bevor ich selber da einen Parkplatz suche in der Gegend, nicht, oder mit der Straßenbahn fahre, da vielleicht zu Fuß ins Fitnesscenter gehen, mein Lieber. Ja, gut, okay, dann mal weiter. Ich meine, das ist ja ruhig, das ist ja, ich meine, das ist eine Weibersache, nicht? Braucht kein Mensch. Das ist, ja, bitte, Bauch, Bein, Po Stunden, ne? Bitte. Hobby, brauche ich nicht, ne? Ja, da gehe ich jetzt, ehrlich gesagt, muss ich sagen, gehe ich lieber runter jetzt einmal ins Ding, ins Ausdauerbereich. Das ist das, so Vorall. Kennst du das? So Standvorall, nicht? Kondisch hinten, Ausdauer, weißt du, lang, 5 Minuten wirklich hinhalten auf Pässe, nicht? Jetzt schauen wir gleich mal, ob ein Vorall frei ist. Das ist also alles besetzt, das ist ein bisschen. Halt auf. Halt, der Toni fährt aber auch, geh, Toni, geh. Du, wie viele Minuten hast du noch? 3 Stunden. Jo, das,
Das ist aber das mit dem Kleinanzeiger. Das weißt du, was du da hättest. Doch, doch. Ja, dann geh ich dabei runter. Geh in die Muskelkammer zu der Kraft da, die Kraft da. Da war ich nämlich auch noch nicht. Das ist sicher ein Spaß, da schau ich mich runter. Das ist sicher ein He. Na, du geh morgen, da hab ich. Ja. Ich finde das auch ehrlich gesagt, Kinder schon deppert. Diese offenartige Muskel, pubertäre offen. Da, das hab ich gleich gemeint. Obwohl, als Bub wollte ich immer so schon, gell? Daheim kommt so ein Romanheftel, so ein Berry Rudern. Und da war auf der letzten Seite war immer so nach oben so eine Werbung. Ja, so ein Vorher, nachher. Und das gestanden in 60 Tagen zum Herkules, gell? Und das Gerät hat damals kostet 700 Schilling, nicht? Das war so ein fetter Batz im Open, war das nicht? Und der Vater wollte für so einen Blödsinn einfach kein Geld geben. Ja, dort wärst du lieber um die 700 Schilling was anderes gekauft, von seinem Romanheftel, nicht? In 60 Tagen wieder volles Haar. Ja. Also der hat Toupet und mir hat er Weihnachten noch voriges Jahr hat er mir jetzt dann so eine Schwarzenegger-Video-Edition hat er mir geschenkt. Alles Hohn wahrscheinlich, gell? Obwohl, bitte eins möchte ich schon sagen, ja, so wie der Schwarzenegger, ja. So wird der nie ausschauen, ich meine, das ist ja unappetitlich. Ich meine, sagen wir es ehrlich. Ungustös, nicht? Seine Verunstaltung des menschlichen Organismus. Ja, meine, ehrlich, mein, widerlich. Bitte, wenn du beim Schuhbandel zubinden, nehmen mit Dunkel am Oberschenkel ausstehst, also, was da, also, nein, gut, ich kann das jetzt auch vormachen, weil die Wampen dazwischen haben, nicht? Aber, das ist ja wirklich ungustös, ich meine, aber ehrlich. Obwohl, gut, aber ein bisschen Muskeln darf ich schon annehmen, weißt du, ein bisschen so. Ich meine, nicht wie eitel bin ich mir da wurscht, das ist doch geil. Nein, aber für den Sommer so, weißt du, fürs Boot oder was, das war einzig, ne? Obwohl, es gibt ja Leute, die finden jede Form von Muskeln überhaupt hässlich, nicht? So wie der Meier zum Beispiel, nicht? Gut. Wenn du mich fragst, sind wir alle einen Sprung im Schüssel, die ganze Bodybuilder, ne? Ich meine, das sind wir auch die Komplexler, ne? Die ganze Kanette sind wir noch das, wenn die ganze Muskeln weg sind, die Hosen haben, die Wappler. Ob der Meier den Zumpferl nicht ein bisschen zu viel bedeutet? Man darf das nicht immer so im Vordergrund schieben. Die Hobbypsychologen machen das auch immer so gern. Weil der nicht deswegen so ein starkes Auto, weil er so ein kleines Zumpferl hat. Na klar, jeder Kadett-Dieselfahrer sitzt mit so einem Lotto-Sitzer drin, der weiß, wer lenkt das so, nicht? Ja, ein Blödsinn. Man darf das nicht überschätzen, das will ich eigentlich sagen. Ich meine, ehrlich, ich mein, was ist so besonders dran? Ich mein, gut, ich mein, gut, das sehe ich mein nie, nicht. Aber was ich, ja, was ist so jetzt so vom Hören sagen? Ja, also, sagen wir so, Designerpreis gewinnt keiner damit. Also, da bin ich verinnert, da kann ich Strich mitzeichnen. Wirklich. Und sagen wir uns ehrlich, ja. Wenn wir über so Sachen offen reden, warum nicht ganz? Ja. Wie oft am Tag brauchst du denn wirklich? Ja. Gut, ein bisschen wieseln, klar. Nicht? Ja. Aber sonst? Man, klar, dass man gern öfters benutzen darf. Mal, keine Frage, sofort haben wir da. Nicht? Nur ist es meistens so, dass es so ist, was am Zufall dran hängt, jetzt die Kleinigkeit da, nicht? Die ist nicht so appetitlich, dass sie alle jetzt auf der Straße gleich umreißen, nicht? Da fangen dann die Brüsseln das erste Mal an, nicht? Aber wenn du jetzt nimmst, zum Beispiel im direkten Vergleich, in der direkten Challenge, ja, bitte, ein schöner, kräftiger U-Bau. Weißt du? Da kannst du einer Frau auch schon Freude machen. Da. Ja. Bitte machen wir mit Zumpf ein Gurkenglas laufen, nicht? Ja, ja, du. So. Habt ihr euch alle vorgestellt? Ja, bitte. Schwendeln. Ne? Und wenn es in der Apotheke nämlich keine Pulverl gab, weißt du? Arnold Oral. Hm?
drehen wir täglich, kluck, 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 ne? Und nach 14 Tagen, pum, zack, puff, zack, pum, pum, zack, puff, kommen auf einmal die Geschwüre, ne? Weil der Meier, der Erste, der steht in der Apotheke, ne? Mit so einem Packel tausend einstecken, wenn es sein muss, ne? Der war sicher nicht der Einzige, gell? Mein Einstanger da, gib ich zu. Und so ein Zapfel gehabt, ne? Und, jo, geh. Jo. Und die Damen, ja, brauchen da gar nicht blöd mitlachen jetzt, ja, weil als Dame, ja, oder Frau, gilt jetzt für beide, ja, ja, da ist das heutzutage leicht, weißt? Ja, klar, bitte, da kommst du im schönen Zitat schon leichter mal näher, ne? Mit ein bisschen an finanziellen Einsatz bist du dabei. Ja, bitte, Herr, da hängen, dort lässt du gleich aufbezahlt, ja, ja, ja. 50 Kilo Fett, werden angesagt, ne? Aber das ist noch immer nichts nutzt, kannst du die überlangen aufmodellieren lassen, nicht mit falschen Diamantenleine, ja, 27 Ringe auf jeden Finger, lange Gänge, Auftrat, rote Strähne, aufzahlt, nicht ausgespachtelt, aufgezahlt, Minirock, Netzstrümpf, Highcheckers, ne? Und du gehst schon als Sekretärin durch, ne? Ja, aber, ja, bitte. Unter uns, eine Fettabsaugung in Ungarn kostet einen Nepp. Ah, ein Spott. Darum ist eine tote Gänseleberpastete relativ günstig. Das ist so ein Recycle-Ding, die machen da so. Ja, aber sagen lassen. Ne? Aber als Mann hast du es da schwer. Ja, wer ein bisschen was gerade richten oder weg tun, ist da zu wenig. Ne? Schaust immer noch aus wie ein Ograseltatzen. Ne? Ja, wenn ein gutes Wort macht, schlank, nicht? Aber, ein Silikon-Oberarm, den gibt's halt noch nicht. Na gut, dann kannst du so machen wie? Hast den Hut drauf und rennst um wie der Ba-ba-ba-ba. Ja. Aber es stimmt nicht, weil die war nicht fertig. Ja. Gut, aber jetzt trotzdem, ein bisschen was muss ich noch tun, ich habe mir da noch in die Kraft gekommen, ich komme halt noch so deppert vor. Da stehen halt die ganzen auftrainierten Ziegel und die. Ja, da darf man nicht geschickt sein. Ein bisschen Selbstvertrauen kommen will. Ich tue einfach so, wie man dazugehört aus. Nicht? Grüß euch. Entschuldigung, ist der Handel noch frei? Danke. Der Handel ist frei. Aber die schauen nicht alle viel anders aus wie ich da bitte, ne? Also so, aber da umschaust bitte da eher zum Beispiel nicht. Babarik, babadrik. Das ist er. Da bin ich. Der Kraftdreckimpfer, schaut euch an. Ein Wahnsinn. Warte, bitte, Vater. Der schaut von hinten aus wie das Blutpulswandel, weißt du, muss ich gleich. Hallo, du bist sicher der Bimmi, der Kraftdreckimpfer, gell? Ja, ich bin die Pipsi, sei froh. Der Bimi sind bei den Kniebögen. Entschuldigung, das war dann ein Missverständnis. Sind Sie vielleicht die Bodybuilderin? Das ist mein Faschingskostüm oder was? He? Also vorige Bewerbe kam am heiligen Peter unsere Austragung. Und zwar der Donaudumlauf. In dem Motto nur zur Sicherheit. Das heißt nicht rundherum, sondern auf. Das ist eh klar. Da brauchen wir nicht reden drüber. Dann machen wir traditionshaft für jedes Jahr in dem Motto, machen wir unser Armdrücken, ne? Ein Standardbewerb, Bimi, gell, weißt du, heuer brechen wir mal keinen Flügel, machen wir das vielleicht gleich mal aus, in dem Motto. Dann machen wir dafür als Gegenbewerb, damit ja die Damen eine Motivation haben, irgendwie da teilzunehmen, das war eine Idee von der Kettl, und zwar eine Aerobic-Kür. Ein paar so Sachen in dem Motto, dass sich jeder eine Minute von einer Aerobic einzustudieren hat, ja, und dann vor die anderen vorhupft. Also in dem Motto jetzt nicht nur zur Belustigung, auch, aber auch in dem Motto zur Bewertung. Und zwar, ich mache das, damit wir da noch vielleicht einen Sonderzuckerl, einen Anreiz haben mit dem Motto, haben wir gedacht, wir machen das mit einer prominenten Jury. Da haben wir schon ein paar prominente Zubezug, also Zubezug, wie man sagt, von, ja. Auf jeden Fall macht es dann die Frau Wurm, hat sie da zur Verfügung gestellt, dann die Schwägerin vom Wurm und den, also ihr, na, wo, zweiter Fall, ist,
Der macht es auch, hat er sich auch zur Verfügung gestellt. Und meine Frau nehmen wir als Parteischef. Ja, dann eine Bozer-Veranstaltung wird das sicher werden. Das war eine Idee vom Guido. Danke, Guido, noch, möchte ich noch einen sagen. Ja. Und zwar, wir machen heuer einen Saunagang. Ja, als Bewerb. Ist eine statische Sache sicher, dein Motto, da ist nichts zu reden. Aber wir machen so, wir heizen auf 130 Grad und schauen mal, wer länger drin bleibt. Ich meine, es ist sicher ein Monstrum Hates für alle, die schon raus sind. So. Ja, und einer der sicheren Höhepunkte vom heurigen Tetralon, in der Superbolig-Wurmteam getroffen, in dem Motto, ja, war ein Vorschlag von Hauptsponsor vom Wurm, also in dem Fall Herr Wurm, weil es persönlich vielleicht auch anwesend. Und ich möchte vielleicht in dem Namen gleich bei der Firma Wurm bedanken. Ohne deren Transporte, Kranverleih Wurm. Ohne deren finanziellen, eine derartige großsportfeindliche Anstaltung, in dem Motto überhaupt nicht durchzuführen, gehört einfach auch gesagt einmal. Nicht? In dem Motto, ja. Und zwar, der kriegt einen neuen Kran geliefert, ja, so 40 Meter Gerät, das ist eine bauzige Sache. Und wir werden das insofern ausnutzen, er hat es an mich herangetraten, er will da so ein Promo, gleich einmal ein Promo, ein werbemäßig gesagt, ja, warum machen wir? Sicher. Und zwar, wir veranstalten und jetzt werden gleich ein paar mit den Uhren wackeln, aber das gehört auch einmal für den Motor, ja. Rauzen braucht keiner, wie jedes Jahr, Streichersoldat hat auch jeder. Okay. Wir machen nämlich einen Bandschwing-Jump. Das ist das, was mit dem Bandel vom Kraner hochst und unten schwingst aus, darum heißt das so. Unser Glück hast du in dem Motto. Also, ich weiß ja noch nicht mit der Bewertung, da muss ich noch vielleicht, dass man da, ja, weiß ich, metamäßig kann man da nicht, weil es für jeden Tag gleich weit ist, aber, weiß ich, machen wir so, weiß ich, Bandel um die 4 ist 5 Punkte, Bandel um die 10 Punkte, und ohne Bandel 20 Punkte ist, glaube ich, fair. Okay, und aus. Wochen nennt. Nennen nennt. 100. Na, einen machen wir noch, ist auch wurscht. So, gut, auf beim Zimmer. Kilo weniger. Was? Jetzt habt ihr nur mit meinem Zug erkannt, gell? Oh, Wahnsinn. Na super. Es war ein harter Sommer, aber es hat sich ausgezahlt. Wirklich war. Ich fühle mich so leicht. Stricksprünge mache ich nicht mehr, weil ich Angst, dass ich nicht mehr zurückkomme. War sinnlos. Na wirklich, so. Anderer Mensch. Wie neugeboren. Wirklich war. Man, es hat natürlich auch seine Schattenseiten, meine Optik, das ist keine Frage, ne? Die Hosen sind hinter mir her. Wow. Widerlich. Das stimmt. Ja, ich hab's ja keine Ahnung, wie ich darunter ausschaut, bitte Schuhfeuer rasieren müssen. Was ich jetzt Probleme hab, alle beim Umtirndeln. Jedes Mal zerschneide ich mir ein T-Shirt. Ratsch! Und hängt was mein Fetzen oben. Aber, seien wir uns ehrlich, zugetraut hat mir's keiner. Ne? Alle gelacht, die waren platt. Nein, nein, nein. Alles geht, wenn man will. Das ist nicht eine Frage der Disziplin. Und der Chemie. Ja, das sind jetzt ein bisschen stärker. Und zwar, das, es schaut ein bisschen aus wie ein Zapferl. Ne? Schmeckt wie ein Zapferl. Es ist ein Zapferl. Das hat uns aber gerissen, was? Okay, Zeiten sind vorbei. Schluckmeister! Und vielleicht bald Clubmeister. Nein, wir haben nicht euphorisch. Ja, schwachs Monat haben wir noch bis zur Meisterschaft. Aber super Taktik, ich kann es so sagen. Kämpfen, 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 kämpfen. Es ist, ja, Streichersoldat habe ich mir auch schon ausgesucht. Weiß ich schon. Und zwar der Bungee-Jump. Bietet sich an. Also, ich meine, ich würde es gerne mal ausprobieren, sofort, aber ins Flache, weißt du, so mit Gummi mal so flach, das mit dem Höhenangst brauche ich, wenn was sagen, furchtbar. Gut, am Sessel aufstehen, das geht noch, also da bleibe ich locker. Nur, wenn ich merke, es sind am Sessel und so kleine, ich fühle es schon auch. Die paar Millimeter und ich merke, da wird es, nein, das ist, ja, das Psycho, wie das heißt, nicht, aber gut.
Aber ich bin motiviert. Vor allem, was mir so gefällt, dass die anderen vom Club, die ganzen Herrn Sportler, pseudo Sportler, ne? Ist auf einmal nervös werden. Ne? Man gelacht aber mit zuerst und jetzt geht er noch so ein Lappala. Na gut, zugeben tut es keiner, ganz klar. Na, ist ja alles eine Hetzung. Ne? Die sind so Kinder, wirklich. Wie früher in der Schule vor der Schularbeit. Ne? Also bitte, Pfarr, ich habe überhaupt nichts gelernt. Pfarr. Das wird sicher der Uwe Fleck, cool. Weiß ich auch, ja, super, hab ich auch gelernt. Ah, das weiß ich auch, super, ja. Was, die Streberschwendel, ne? Mütlichen Sonnenabend, den kannst du vergessen, gibt's nicht mehr. Ne? Sitzen alle nur mit der Pudelhammer mit der Stoppel in der Kammer. Und statt um 8, last and schließt, wie der Franzose sagt, ist unser Neuzugang, der Willi Grevenek. Okay. Na, warte mal, halt, Moment, bevor es weggeht. Halt, stopp. Was sind wir in. Noch 8? Wieso sind wir noch 8? Weil das wäre eine Meisterschaft. Ich brauche halt eine. Hallo, bitte. Ich habe einen Vertrag, ich bin gebunden. Hallo. Hat irgendwer nicht. Willst du nicht mitmachen bei der Meisterschaft? Was hast du Scheiß drauf? Aha. Ja, gut. Ja. Aha. Okay. Also, war schwarz da oben. Erst jetzt kommt man wieder ungelegen, bitte. Was mache ich denn jetzt? Wo nehme ich denn einen Enten her? Was ich brauche, war so ein sicherer Letzter. Das ist. Jetzt sind wir noch 8. Und ich habe keinen Enten. Erst da mal oben drücken. Ja, gut, da mal. Zeig mir mal, was du drauf hast. He? Und los! Oh, ich kann nicht mehr. Na, mei, ich muss sagen, ganz schön stark. Was ist denn im Schüssel, bitte? Da ist super trainieren. Wie wird aber nicht viel angedrückt, ja? Und der Unsinn, Mann. Du bist ein Wabler. Hm? Ja, das sagt der Anzeiger, die Zunfallmeisterschaft der Loch, ja. Ich hätte gute Lust, dann mach ich mit, ne? Jetzt, was ich mache? Ich trainiere das genau null. Ja. Saubert mir am Futter mit komplett nieder. Ja. Und schon dann ist es dann immer ein Nessel mit Kramen mit. Da verfolgst du jetzt schon. So machen die das. Was? Mit der Anzung. Wer wann nehme ich? Was? Wer wann ich nehme? Ja, komm, wissen wir schon mehr. Ja, kennen wir schon. Ja. Wann? Ne? Wenn meine Tante zum Verlet, dann weiß mein Onkel, nicht? Wollen wir dann? Was? Wollen wir das dann? Was? Sag ich mal. Glaubst du, ich traue mich nicht mit, morgen bei der Zunfallmeisterschaft, oder was? Genau das glaube ich. Wann ist es? Achtung, Achtung! Aufruf an die Teilnehmer der heiligen Superbowl-Wurmteammeisterschaft, bitte. Auslosung für den ersten Bewerb. Ohren drücken, fangen wir so an. Nein, zusammen machen wir drei Dreiergruppen, das geht sich aus. Erste Gruppe, Toni, Gitti. Zweite Gruppe, Meier, Bimi und der Wurmbauer? Ha, Gott sei Dank nicht, der Bimi. Dritte Gruppe, Willi Guido. Gut, da wird der Feld. Moment, da jetzt. Gut, Moment, da jetzt. Na, die Piepse fehlt, ne? Ja, na, der Arschgruppe, ne? Ja, dann 42 jetzt, na, ja, das, na, was soll ich machen? Das ist die Auslosung, so ist es im Sport. Hart und gerecht. Und das ist das, was ich sagen muss, was mich momentan fasziniert am Leistungssport. Wirklich wahr. Jetzt, wo ich es kennengelernt habe. Da gewinnt nämlich nur der Beste. Nicht so wie im normalen Leben, irgendwie aufschummen. Das geht im Sport nicht, mein Lieber. Kommst du kurz einmal zu mir her? Seppal, ganz kurz, wie nur, ich möchte kurz was sagen zu dir. Schau, ich meine, du bist in derselben Gruppe mit meinem Buben, habe ich den Leuten gehört. Gell? Da wollte ich dich was fragen, in meiner Funktion als Hauptsponsor von dem Verein. Du wirst nicht gleich voll gegen einen Bube andrücken, oder? Ich mein, schau, der Bub ist 12 Jahre, der braucht ein bisschen eine Selbstbestätigung. Jetzt, wo die ersten Wimmeln kommen, weißt du, wenn man recht, hm? Ich freue mich auch, wenn der Bub weiter vorne ist, weißt hm? Du? Der will nicht so tierisch sein, ne? Hm? Du, bin ja auch nicht so, wenn es einmal einen Kluftreißen braucht oder was. Hm? Hm? Und mach mal Wurmkappel, hm? Willst du was haben? Schön. Amerikanische Kappel, Wurm um, ich glaube, hm? Das wäre mörderisch, gell? Hm? Servus, geht's da? Da mal was? Ja, gut, da mal was. Ja, aus dem Gegner hast du was. Komm, setz dich her, machen wir es kurz und schmerzlos, hä? So, bereit? Bereit. Und los! Milch brauche ich immer und Butter. Vergessen.
Kistenmineral. Er hat schon losgesagt. Ah, du tust eh. Nein, ich wollte noch neues. Neues. Nein, das ist ein gutes Gefühl. Was ist mit dir jetzt, Guido? Willst du da ein bisschen andrücken? Einmal in deinem Leben kämpfen, was? Wie war das? Druck an, komm, zeig mir Sorge. Bist du ein Mann, da bist du alle Lutz, druck an. Ist er nicht schwer, schau so, wow, jetzt hat uns gerissen, was? Na komm jetzt. Komm, zeig mir Sorge. Ja, druck an, ja, genau, steck an deine, komm. Ja, du bist ein Schirch, ha? Bist du Schirch? Jetzt bist du ein bisschen rot im Gesicht, gell? Ja, komm, druck an, lass aus, komm, druck an, lass aus, ja! Jawohl, ehrlich. War anders gemeint, aber du hast dich bemüht, sagen wir so. Lass mir's gut sein, tun wir was. Object terminated. So geht es. Und bin schon an die besten Sex. Rutsch, zutsch. Hallo Meier. Wie war's? Mit Bimi, ha? Ein Spaß. Meier, was ist mit dem? Hat der eh Trolle gehabt oder was? Mein, der bricht meine Ehe, mein Mann, was auch mal, mein was? Da war ich meine, sagt er eins, ja. So stark ist er nämlich gar nicht. Ja. Weil unter uns viel hat nicht gefällt. Ja. Weil wann ich nicht mehr, weißt du? Weil wann, komm, danke, wissen wir schon. Wann. So, der Nächste. Entschuldige, die Nächste. Pepsi, warte, ich wisch mir nur die Hände. Ich schwitze ein bisschen, gell? Komm gleich. Na und? Hörst, ich möchte nicht wissen, was die für Pulver frisst. Hörst. Das heißt, ich möchte schon wissen, wenn ein Fresser das auch, nicht? Bitte, Ladies first. Na, eh du, ja. Wenigstens hat sie sich rasiert heute, nicht? Das ist schon voll toll. Was ist mit euch, Kaffee Rotschen? Ja. Bereit? Bereit. Und los! Komm, Willi. Willi, das ist nur eine Frau. Komm, jetzt. Kann ich nur taktisch gewinnen. Psycho. Sag, wenn wir so beieinander sitzen, da wollte ich dich kurz was fragen. Was nimmst du da für Aftershave? Ist das so ein... No, kurz eine Frage noch. Wie ist das, wenn man so für einen Poliker frisst? Ich hab da so Geschichten gehört. Stimmt es, dass sich die Genitalien da ein bisschen verändern? Ja, gell. Okay. Bei den Damen wächst das also ein bisschen, gell. Okay. Chinesischen Schwimmerinnen, die sollen ja einen 6 cm langen Kitzel haben, was ich gehört habe, gell. Okay. Steuern unter Wasser damit, gell. Okay. Aber bei den Herren schrumpft's, gell. Okay. Ja, also, gell. Okay. Sag, wie ist es denn eigentlich, wenn du mit Bim in der Hapfen da, wie ist es denn überhaupt, ne, so, was ist da jetzt deins und was ist da jetzt meins, ja, na, Kappe einmal. Hey, ich bin weiter, du bist dran. Jo, nein, bist du schon, halt auf mich. Komm schon. Ja, geht schon, bin schon fertig.
Tarantel geritten. Sie haben Ruhe, also meine Frau, die war so begeistert von dem Bodeanzug. Das ist der sichere Platz jetzt da bei der Aerobics, ganz klar. Das ist ein zweiter Platz, ganz sicher. Okay. So, Achtung, Achtung bitte, kurzes Zwischenergebnis, Freunde. Nach zwei Bewerbern schaut es ganz klar so aus. Erster der Toni Haus und Hofburg, gell? Zweiter, da haben wir ein paar Ex und Eko sogar. Really, Pipsi, bitte, weil das Aerobics war ja sicher ein Damenbewerb, gell? Fünfter ist der Meier, sechster der Bemi, siebter auf Intervention vom Vodan der Hurenbuhr, nicht? Ich leider halt nur achter, großes Pech gehabt, das Morgen will ich beim Ohren drücken, nicht? Dann hat mich auch das zusammen bei der Ruhe jetzt so zurückgehabt, nicht? Da nutzt die beste Kondition nichts, ja? Und neunter, ganz klar, der Goldo, nein, aber dem ist das eh wurscht, gell? So, Freunde, aber jetzt ganz ernst, ich sag euch nur eins, der Donnerturm ruft. Und ich höre ihm schon schreien. Wie der harter Bewerb, das haben wir alle gewusst, gibt's eh noch zwei Fragen, ne? Erstens, wer wird Zweiter hinter Antoni? Haben wir eh keine Chance. Und zweitens, mit was für Poker ins Dorf? Materialschlacht, alles klar. Ein Materialpoker, kann sich's machen. Seit Wochen wollen alle wissen, mit was für Poker Antoni erinnern wird, gell? Weil der sagt nichts, der alte Fuchs, gell? Ich hab lange überlegt. Mein Gott, wie ich früher noch Krempel als Bub war es leicht. Ne? Du hast genau zwei Möglichkeiten gehabt, nicht? Drei Streifen Adidas, zwei Streifen Spadidas. Aber jetzt, ich muss sagen, die Konkurrenz hat fleißig eingezahlt. Ne? Nike, LA, Gio, Wilson, Reebok, Adidas, Puma. Naja, alles recht lieb. Aber ein bisschen lächerlich aus. Ich sage nur der Towerbird. falls jetzt ein paar lange Zehnt kriegen, den Schuh gibt's in keinem normalen Spurgeschäft. Und wir kommen los aus Amerika, in ein Spezialgeschäft im ersten Bezirk, im Van den Brand. Ich weiß zwar nicht, was es miteinander zu tun hat, aber das ist ein ultimativer Laufshop, heißt das jetzt. Ja, und das gehört zwei jungen Menschen, ein innovatives Team. Ich meine, die rennen zwar beide selber überhaupt nicht, außer mit lachendem Gesicht auf die Bank, aber trotzdem, man muss sagen, sie haben ein absolut fundiertes Fachwissen, gell? Das weiß ich jetzt sowas so nicht, wenn du mich fragst. Moment, da kann ich aber kurz in Martin fragen. Kurz bitte, ja, Martin. Der telefoniert gerade. Wurscht. Ja, wir haben Dauerbehörd, ich meine, wir haben das einzige Ausstellungsstück in Österreich, ja. Möchte ich eins sagen, ich mein, der Schuch ist in den Staaten drüben der absolute Kult. Ich meine, allein von der Optik am Mörder braucht man nichts sagen. Ne? Und auch so mit dem Schuch, genauso wie wir ihn da haben, hat einer Volksjahr das Empire State Building herangewonnen, was, glaube ich, schon sehr viel aussagt, über den der Grand ist. Ja. Ich meine, der Schuch wird handgemacht drüben in den Staaten. Ja, du siehst da das Zertifikat, Handmade in USA, was wir da immer was kariert und drüber picken. Wir machen das so, wir schicken da dann immer so ein Fax von deiner Fußsohle um und die Faxen das. Nein, also. Weil die kommen mit der Spedition, Martin, ja. Mit der Spedition kommen die dann die Schuhe. Ne? Ist einfach aus dem Fax. Ja, na und sonst, ich meine, der Schuh hat natürlich alle Gutes, das ist eh klar, in der Preisklasse, Kevlar, Schuhbandeln, Titanösen, ja. Man, wir haben selber angewogen, so wie wir da haben in 44 oder 166 Gramm, ich meine, das sagt, glaube ich, schon sehr viel über das Gewicht aus. Kampfgewicht, möchte ich fast sagen, du, wenn du am Auge hast, wie ein Socken, ja, wie ein Nasser und... Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was du für kriegst. 42 sogar. Und dann ist das. Warte, muss ich kurz sagen. Martin! Kurz, entschuldige. Martin, wir haben ein Problem mit einem Dauerbehörd, ja? Gleich. Die Kundschaft fragt und wir haben jetzt da in 44er, den wir ja angewogen haben mit 166 Gramm. Jetzt hat er nur 42er. Jetzt müsste der. Oh, ja, gell? Hm, ja, leichter hätte ich auch gesagt, ja? Also. Sicher leichter. Ja, ich glaube, mit einem 36er warst du sicher vom Gewicht her optimal bedient, natürlich.
Ja, dann hat er Elastomer gedämpfte Sohlen, aber das ist in der Preisklasse eh obligatorisch, achtfach verstellbar. Und der eigentliche Kult an dem Schuh, und das ist echt eine gewisse Coolness, der hat da hinten einen Mikrochip. Ja, man, das tönt dann schon insofern, als dass sich der total die Trittenergie merkt, mit der du in die obere Stirn einsteigst, ja, gibt es sofort per Funk einen hinteren Bock weiter. Ja. Der übernimmt die kinetische Energie und hast bei den Beschleunigungskoeffizienten. Ich meine, das ist ein bisschen fachchinesisch, aber... wir haben es selber probiert und ich kann nur eins sagen, auf jeder Stirn ein schwarzer Strich, ich glaube, das sagt dann schon sehr viel aus. Ne? Aha, ja, also, ich bin interessiert an für sich, ja. Und was kostet so ein Schuh in etwa? Preislich kann ich da gar nichts sagen, man, da muss ich da mal warten. Aber mein Anruf für sich, man, wir machen da sicher einen Preis, wir machen da an jeden einen Preis, warum nicht die auch? Und... ja, sagen wir so, wenn du einem Kleid bestellst, um einen Achter gehört er dir. Ja, 8000, ja. Ja, klar, na sicher. Gut, ja, ist ja lustig, weil mein erstes Auto da 8000 Schilling kostet. Gut, Nein, man gönnt sich ja sonst nichts. Ehrlich, ich meine, allein von der Optik. Wahnsinn. Ah, extrem geiler Bucke, glaube ich. Und ich muss eins sagen, so ein Schuh, ja, den kaufst du arm im Leben. Und außer wenn nächstes Jahr kommt das neue Modell raus. Und ja, der hat dann keine Titanösen mehr, der hat schon Borrelinösen. Das sind 2,3 Gramm wieder weniger. Na, nicht pro Schuh, ja. Achtung, Start bitte. Hier Start. Ja, hier Ziel. Ja. So, pass auf, die letzten zwei. Willi und dann 3 Sekunden noch bei der Toni, gell? Ja, alles klar. Mein lieber Bursch, jetzt geht's anzahlen. Ja, ist zwar, die Gitte ist bis jetzt schnellste mit 4,23 hoch, gell? Uff. Und der Mai ist zweiter, dann das kappt einmal. Was? Na, es gibt's ja, das ist ja Irrtum. Nein, der hat mir angehört. Seh, habt ihr den Lift kontrolliert? Das ist der so, Meier. Willi, ja. Bereit? Okay. 5, 4, 3, 2, 1, ab. Ja, bist du weg. Ja, super. Komm, Willi, ja. Ja, na, was der Bucker, Wahnsinn. Na, das merkt der rennt von selber. Mein Gott, wa, super. Wa, das merkst du, jetzt merk ich nichts mehr. Jetzt merk ich nichts. Scheiße Elektronik. Ich hab's mit der Elektronik. Scheiße. Die Haxe geht auf. So, jetzt bin ich kein anderer ab. Jetzt bin ich anderer. Weißt du, hinter mir? Weißt du, der Toni, der nimmt ein Bloß, aber du mein Herr, das darf ich nicht weiß. Na komm, ich mach mir Brat. Na, Toni. Na, rechts ist Gas, komm. Ich schaff. Wie? Was ist? Hey, Toni, bist gestolpert, steh auf. Erst, die Zeit rennt, komm, auf. Wir sind super unterwegs, steh. Auf. Was ist das schlecht, Bremling? Ich glaube, das ist ein bisschen schlecht, gell? Na, bleib einmal. Bist ein bisschen blass, blau, grün, blass, blau, grün, blau, blass, violett, blau, grün. Oh, wart. Hey, hallo, Abbruch! Hey, Abbruch! Da hört mich keiner. Scheiße. Herr Stepper, da steh auf! Bitte, wir sind super da. Weg. Müde ist hier. Ja, das kommt mir wieder ungelegen. Toni, ich kann nicht da jetzt, ich bin nicht besser da. Hallo, hoch zu, pass auf. Dom ist einer, ja, red mit dem. Sag, du kommst von mir, kriegst Prozent. Nein, der lässt dich zurück, das sind eh. Ich tu mir leid, mehr Zeit rennt. Ich muss weiter. Freunde, der erste tolle Klubsitzung in deinem Motto berufen. Auf ganz der tragischen Vorfall. Soweit einmal Punkt 1. Punkt 2. Der heitere Tod, also Heitler vom Himmel, ohne jede Vorwarnung, hat an sich uns aus dem, direkt mit aus dem Club herausgerissen.
Und ich glaube, für jeden ein Verlust von sich selber her gesehen, sowohl als auch von der ganzen Club gesamt gesehen, weil doch die Ergebnisse für uns immer etwas verschönt hat in dem Motto. Brauchen wir nicht reden darüber, das ist uns allen bewusst. Und so möchte ich aus Betätgründen die Diskussion in den Raum stellen, die Meisterschaft für heuer abzubrechen und hiermit offiziell das Ergebnis 2-0. Da scheißen wir drauf. Warte mal, was heißt das jetzt? So nicht echt ernst. Mein Auto, da muss rechnen, oder? Macht's mir nicht schwach. Das könnt's nicht tun. Nein, so spielen wir das Spiel nicht. Ja, der Toni, der war nämlich schön angefressen, mein Lieber. Der sitzt da oben irgendwo auf einem Wickel. Na, der hat sich schön irgendwann mich einfach abbrechen. Was geht's denn noch? Ich trainiere ein Jahr, dann bricht einer im Bewerber, oder was? Moment! Bevor hier die Emotionen unnötigerweise ins Kochen anfangen, möchte ich in meiner Funktion als Hauptsponsor von diesem Verein, das gehört vielleicht einmal erwähnt, Transporte, Wurm, Kranverleih, sollte man eine kleine Erwähnung finden, finde ich, möchte ich eines dazu sagen, der Kran ist für euch reserviert, keine Frage, steht zu meinem Wort. Nur so ein Tag Stehzeit von einem Kran kostet einen Batzen Geld, man soll das nicht unterschätzen. Und da muss man halt den Tod von Toni ein bisschen von der wirtschaftlichen Seite her bitte auch betrachten, gell? Du Papa, aber ich muss eh nicht unbedingt vom Kahn oben hupfen. Du wirst aber hupfen, verlass dich drauf, bitte. Wer frage ich. Wenn wir gerade dabei sind, ich meine, wie viel da bin ich jetzt eigentlich? Jetzt weiß ich nicht, was? Vierter, ne, sehr leibend. Dann wieder für einen Beamten, vierter, ich meine, was ist mir? Gott, das ist im Schüssel, meine, super, bitte. Erst. Wenn wir dabei sind, mein, was tut's, ich meine, wie viel da bin ich? Letzter. Na, Elefant. Na, wurscht. Na, was machen wir jetzt? Ich meine, mir ist egal, ob wir weitermachen oder nicht. Ich meine, nur mit der Siegerehrung. Na gut. Wollen wir keine Siegerehrung, machen wir Leichenschmausfeier. Ist auch Leon. Irgendwas müssen wir feiern. Freunde. Freizeit zusammen. So geht das nicht. Da kommen wir vom grünen Zeigen nach oben. Da reden wir der Kirche ins Kreuz. Und bitte Konzentration noch kurz. Darum hat sich die Clubleitung, respektive ich, ja, noch abwägen aller menschlicher Denkbaren dafür und auch sagen hin und wieder zu folgenden Ergebnis durchgerungen. Freunde, das Leben geht weiter. Und ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, auch in dem Motto, dass wir jetzt ganz einfach die Meisterschaft im Memoir von Toni fortsetzen machen. Damit ist es irgendwie, hat das Hand und Dach und passt. Okay, Freunde, macht euch fertig. Der Kran vom Wurm ruft, auf jetzt am Bahnschwingscham, auf geht's. Genau, super. Weiter geht's. Na, was ist es? Ja, was kommt's? Ja, ich weiß, jetzt schaut's jetzt so betroppelt. Ich weiß, jetzt los der Thüringer da in Toni sterben. Na, geh. Ja, was? Ich verstehe schon, der Toni, gerade der, gell? Der Einzige, der nichts trinkt, der nicht raucht, der wenig isst, der an jeden um einen Hörer rennt und man auf die Hände am Donnerturm aufrennt, ja? Und der ist wie auf einmal Bahn gerissen, na geh. Ich meine, das geht im normalen Leben so, das brauche ich auf der Bühne dann auch noch, das ist so. Also. Weil man, das ist genauso, wenn ich mir einen Rocky-Film anschaue und den offen haben sie in der letzten Runde K.O. Den Film brauche ich nicht. Ja? Aber seien wir uns ehrlich, in Winnetou haben sie auch erschossen, oder? Ja, wenn wir sagen, mir selber gefällt es auch nicht mehr, ganz ehrlich. Nein, es ist einfach, war vielleicht auch ein bisschen ein Kurzschluss von mir, der Gedanke, während des selben Stößes krampft man jetzt mit den Leuten. Und das, nein, für das sind wir nicht da, ist ja Spaß. Also, jetzt bin ich auch gern bereit, das irgendwie umzutun, warum nicht. Was ich mache, mal so, damit das Hand und Fuß auch noch irgendwie hat. Der Toni, weißt schon. Toni ist ein Mensch, der sich nicht den Weihnachtsdepresser bei uns gibt. Der sitzt in den Flieger, fliegt da oben irgendwo in die Südsee, in die Karibik, ja. Und der sitzt jetzt irgendwo auf einer Insel, mit einer Havanna, mit einem dicken Rumpunch, ja. Und einer Insulanerin mit solche Blumen um den Hals. Und. Gott sei Dank, ich habe ich wieder. Die Tuteln haben mich rausgerissen. Wir sind wieder am Niveau.
Ja, der Kran vom Wurm. Ah, Wahnsinn, ein Streichresultat. War ich nicht trotz steht. Mein Toni, beim Donutumlauf, Urlaubspläne schmieden. Zieh mir mal die Schuhe aus, dann ist es nicht mehr so hoch. Na, weil von unten schaut es nicht wirklich arg aus. Ihr müsst schauen, ob er viel zu schon unten hat. 2 Punkte kriegt man, wenn man runterhupft. Die 2 Punkte, die machen es gerade auch nicht fett. 2 Punkte können entscheidend sein. Der Bimi ist schon runtergehupft. Ich habe meinen Bezirk gesperrt wegen ihm. Na, ist ja klar, wenn der einschlägt, das ist wie eine Splitterbombe. Ich schaue nämlich von unten nicht wirklich an. Weißt du das? Wer hupft da? Der Meier. Der Meier hupft. Geh mich schon langsam in den Arsch reinbeißen, dass ich ihn überhaupt gefragt habe, dass er mitmacht, bitte. Also, der Mensch hat noch nie in seinem Leben einen Sport gemacht. Der ist komplett unsportlich jetzt im Gegensatz zu mir. Ja, aber komplett. Ja. Der ist nur vom Ehrgeiz zerfressen, das ist alles bei dem. Das ist genau so einer, ja. Für einen Punkt, ja, geht er her und verkauft seine Kinder. Für 2 Punkte sein Auto, wie nix. Na, was ich nur nicht verstehe, wie schafft ein Mensch wie der Meier das mental, dass der da oben hupft, weißt? Was muss er machen? Ich wiege mein Bandel, ich schnur mich nicht da. Hier. Hallo, es wabler, was? Dann gib ich hier das Bandel, man muss. Was heißt, wie viel Kilo ich habe? Das ist intim. Das ist einfach 85 Kilo und 3 Promille passt. Hallo, wenn der oben springt, der hat sogar ein bisschen im Schüssel, was mir fragst. Ja, wo ist die Gummi? Hallo, wo bin ich? Wo muss ich denn? Was heißt, ich muss da oben? Ich kann nicht auf, wo ich will. Da glaubst du, dass ich mich verfliege unterwegs oder was? Wablache Wege! Weg noch, ich komm jetzt! Wow! Na, Kappa einmal. Na, klar, das sei. Hol die Barbe, ich weiß. Ja, der Meier ist 2 Punkte von mir, was ist das? Es ist nicht so. Wer ist das jetzt? Hey, was ist das? Hupst du jetzt zu zweit oder was? Hat an dem Sprung, was ist das? Komm mal gleich, Franz Josef, kommst du bitte sofort zur Kante her? Sofort. Du, ich fotz dich wie ein Tanzbären. Ist dir das ein Begriff? Ja. Du, tu mir diese Schande nicht an, nicht auf meinem Kran, nicht von meinem Club. Ja. Wir machen uns ein bisschen Erhaltung aus, damit es ein bisschen Gesicht auch hat. Du, pass auf, ja. Du hast keine Höhenangst, das ist ein Schwachsinn von deiner Mutter nicht einreden, verdammter Gewalt. Du, die Hände von den Augen verkappt, bitte, du hast mir zuliebe, hm? Hm? Schau, wenn es dir schon ganz Spaß macht, hm? Du, schau, Franz Josef, denk dran, du bist ein Wurm, hm? Komm, schau, gehen wir mal zur Kante, schauen wir uns einmal an, es ist nämlich nicht so hoch, schau, gell, sag, komm her, schauen wir mal runter mit zwei, schau. Na, Kappa einmal. 2 Punkte für den Junior, tragt's mir ein, bitte. Bravo, Franz Josef, hervorragende Haltung. Der Depp, der Buch hupft. Das gibt's ja nicht. Ist das nämlich... Es schaut nämlich nicht arg aus von unten. Von oben. Ja, das kommt mir jetzt ein bisschen ungelegen, wirklich. Ich probier's einmal langsam aus und sicher, wie es ist. Gott. Aber es ist so pervers. Wenn ich jetzt runterhupfe und es passiert was, bin ich heute tot. Wenn ich nicht hupfe, bin ich morgen tot. Moment, das heißt eigentlich, es ist gehupft wie gesprungen. So, Freunde, so weiter Zwischenstand, gell?
Das heißt, es geht jetzt in der Sauna um die Wurst. So, nur eins. Bitte kein falscher Ehrgeiz. Wenn einer bewusstlos ist, gilt er als ohnmächtig, ja? Und da gibt's nachher dann nichts mehr drüber zum... Also wir sind da... Egal wie auch immer, das ist so. Aus. Das heißt noch einmal, Ohnmächtige haben die Kammer unverzögert zu verlassen. Und so, ne? Ich bin selber so gescheit, ich darf jetzt nicht gern mitmachen, weil ich sehr gut drauf bin heuer. Nur leider ist Pech, ich bin dann auch der Malaria anbekommt und da würde ich nichts mehr gehört. Wenigstens aber klickt mir weder. Da meiert die Ohrschwatzen. Ich war den ganzen Nachmittag bei seinen Schwagern, beim Fleischhocker, im Kühlhaus. Das ist mit Frostbeine, das Arme. 43 Minuten 18, Gitti ist draußen. Na, Kappa immer. Nur bei ihr dabei, ja. Beim Tisch, das ist. Meier, alles mal gut, was du trinkst. Aber ein Spaß, bleib sich. Meier, wie geht's da? Arsch! Und hier. Super. Also, na gut, dann machen wir einen Aufguss, hä? Wenn du wach bist. Mit welcher Herzklappen soll ich wackeln, sucht er so. Ich meine, ich könnte ja noch stundenlang sitzen bleiben. Dann müssen wir. Scheiß mal drauf, gehen wir raus. Wir sind eh Punkte gleich, ich mein. Pragmatisiert sind wir auch, was wollen wir. Ah, echt, ich mein. Gehen wir miteinander. Das Gleiche ist auch wurscht, ne? Ändert ja nichts am Ergebnis, oder? Ja? Okay, bitte, dann ist es 12 Uhr versammeln, so ist es, auf die Scheiße. Ne? Ja, was ist, gehen wir, hä? Was ist denn miteinander? Ja. Wirklich miteinander? Ja, na, sicher miteinander. Also komm, da mal lang rumkommen. Geh mal. Warte, nach dir. Danke. Tja, was geht's da? Jutze, na, erstens her, was? Der Weib hat uns hergefutzt. Geht die erste, Pipsi die zweite, ich letzte, souverän. Erstens, na, und du eher lernt, gell? Wieso? Weißt du, wie viel ich bin? Ja, bitte sagen wir es. Ja, na, warte, langsam, du bist dritt. Ja, ach so, na, war, ja, ah. Vier. Mehr Dritter und du Vierter. Um einen Punkt, urknapp, aber eh nicht schlecht. Na gut, ja, du glaubst eh kein Zwölfe. Okay, super. Ich geh dann um zur Siegerehrung. Du kommst eh. Okay, gut, dann mal was. Ja, komm gleich. Danke auf jeden Fall, dass du mir das gesagt hast. Dankeschön. Na, Vierter ist nicht schlecht. Bitte das erste Mal dabei, ja? Ein Punkt, ich meine, geh. Ein Punkt. Okay. Okay, was ist für ein Scheiß? Man stirbt doch nicht wegen einem Punkt, okay? Nicht mit 37. Oh, das ist jetzt pünktlich. Okay, man stirbt doch nicht so Silvester, was das für ein Scheiß ist, mein Geburtstag. Und ich frage ihn mehr, ob er mitmacht. Es geht. Der Mensch hat noch in sein Leben eine Spur gehabt, noch nie. Was sind das, die Anabolik im Leberkasten?
Dann wird die Jungen schlägen die Schwindel abspritzen oder was? Der Meier ist doch komplett unsportlich im Gegensatz zu mir. Aber komplett. Bitte. Bitte. Dann der Prozedler haben wir ja auch in Teilnehmer vom Superbowling Wurmkorb-Kaffee-Fach. Das war Bozel, Meisterschaft in dem Motto, wir kommen zur Siegerehrung. Konzentration bitte, wir haben heuer erst mit der Geschichte vom Dritter und machen wir eine neue Mode. Ja, und zwar, das war eine Idee von unserem Hauptsponsor, vom Wurm, weil wir Herrwurm in dem Fall als persönlich auch anwesend. Ich möchte mich in dem Motto auch bei der Firma Wurm bedanken. Ohne der in Anwesenheit die Bötchenbuffet sicher noch nicht leer gefressen war, die gehört ja so. Das geht auch mal gesagt in dem Motto. Ja. Und vor allem bitte auch bei drei von Wurm machen wir eine Klasseneinteilung folgt. Juniorenklasse. Juniorenmeister 1995. Franz Josef Wurm Junior. Ein Bulle, erst immer dabei, ein kleiner Clubmaster in der Juniorenklasse, einziger Teilnehmer, Putzenleistung in dem Motto. Dann habe ich die Idee für Seniorenklasse, man soll den Eltern Teilnehmer auch die Möglichkeit geben. Und da habe ich mit viel Glück, obwohl ich auch Pech gehabt habe, mit viel Krankheiten, Verletzungsbech, keinen gehabt, wo ich mich aber anhängen kann in dem Motto, weil ich der Einzige in der Klasse bin. Aber trotzdem souverän, ne? Bitte, bravo, Sepp, wirklich. Dann Damenklasse, weiblich, die Gitte, Master. In dem Motto, der war gesamt, das uninteressant, brauchen wir nicht reden in dem Motto, ja. Die schauen, da holt man die Pappen. Dann Damenklasse, männlich, die Pepsi. Ja. Und dann habe ich da bitte eine super Klasse, die Geisterklasse. Und dann der Meier, der war schwarz nicht mehr Club, also was hat bitte aufgekommen in dem Motto. Da ist ein Geistermeister, kriegst du ein Mountainbike, Klinge und. Aus in dem Motto, ja. Und jetzt kommt allgemeine Klasse, super wohl gewurmt in drauf, das Gesamtergebnis vom Heuer, also in dem Fall vom letzten, weil das Zwölf ist schon vorbei. Egal, ja. Die rote Laterne. Gut. Was ist mit dir? Du kriegst von mir einen roten Halogenstrahler und damit holst du das, gell? Ja, dann bitte, dritter ist der Tone in Spee, und der ist in der Karibik, im Holzpyjama. Und bitte, der Bim ist zweiter, erster Hochsechsflug, weil es Wandel bis zweiter, aber es darf kein Bim halten. Sei froh, dass nicht in deiner Gruppe, weil sonst hätte er mal einen Hochschalt auf. Und jetzt bitte, meine Damen und Herren, allgemeine Klasse, Gruppenmeister 1995. Er kam aus dem Nichts und er ist es. Unser Willi Grievenig, hier ist der Eberter. Steh auf, was ist mit dir? Steh, du bist der Grubmann, da kommst du auf, er spielt keinen sterbenden Schwanensee, du! Was will ich? Halt! Grubmeister, halt, halt, halt! Stopp, stopp, stopp! Redu! Ich bin Grubmeister, habt's gehört? So geht es nämlich bei uns! Taxi, Scheiße. Silvester, gibt's kein Taxi? Hey, Taxi! Servus, geht's da? Du, Zick, ist da schon am? Ja, was ist die ganzen Augen so von den Bullen? Außerdem, die Pflanzen mich eh noch, weil ich lese, bin mir das egal. Ja, Taxi, kriegst du eh ganz, kannst du eh mit mir fahren? Komm, dann mal aus. Jo, danke, es lebt von dir. Dankeschön, super. Anschnallen. Sie bringen, hab ich 2 auf den Glück. Super. Na gut. Und zweitens mit dir, Wurzelleistung. Muss ich dir echt gratulieren. Habe ich dir noch gar nicht sagen können, aber echt. Erste mit dabei, Clubmaster. Org, gell? Ja, danke, ich bin nicht zufrieden. Nein, wirklich, man kann mir eh nichts sagen. Rechts geht's, gell? Nein, aber es war so, wie du mir gesagt hast, so knapp vor Mitternacht, ja, dass ich nur Vierter bin.
Hat's mich fest eingedampft, ehrlich, nicht? Auf, aber ich glaub, so, das war's. Finito. Jetzt bin ich gleich tot. Geh, erst vierte Seeleinwand. Ich weiß gar nicht, was du hast, bitte. Aha, bitte, was soll ich sagen? Ich bin immer Letzter. Hm, oh, egal. Hauptsache ein Chor ist, das ist mir das Wichtigste. Verstehst? Ja. Eigentlich hast du recht. Ja. Weißt du, das ist an dir bewundert, Guido, sogar. Was Spaß muss sein, gell? Man muss nicht immer der Erste sein, man muss nicht immer gewinnen, gell? Nein, gell, erst. Man muss nicht immer gewinnen, man muss nicht immer der Erste sein. Nicht immer. Man macht mich schon. Siehst du den roten GTI da vor uns? Er ist dir verklickt, siehst du? Schau her. 245 kaputt kommt, dir verklickt. Ja, genau. Das ist ein motivierter, das ist gleich. Schau her. Ha? Holen wir uns, ha? Da haben wir was? Auspuffklappen wegen der Kieberei, weißt du? Super! Das erste Gefecht im heurigen Jahr. Ja, siehst du die dritte Ecke da vorne? Da oben, auf der Bremse ist es. Nehmen wir aus oder nehmen wir innen? Super! Na ja. Du hast gerade, du bist tot, das wird, da bist du Affel, so schnell stirbt man nicht. Kannst mir glauben, hui, der fällt am Rutscher, ja, der ist motiviert! Das gefällt mir! Ja, super! Was? Weil ich war schon mal tot. Ich meine, nicht ganz, aber bei noch. Ich bin einmal als Bub voll fett nach der Disco. Ja, mit 22 bin ich am Baum reingefallen. Das war echt gut, ja. Super, jetzt haben wir einen Windschatten. Ja, ich bin der, der mit dem Golf tanzt, Bursche. Ja, und, weißt du, da habe ich mit einem Gerät da oben und der gesagt, wenn ich nichts mehr trinke, darf ich zurück. Ja. Und seitdem kein Tropfen mehr. Das Geld, was ich normal fast aufstecke, alles in die Maschine und das zahlt sich aus. So da, tschüss, Getty! Geht deitem, Mumme, deitem, Mumme, schnell deitem! Wiedersehen, grüß Gott, grüß Gott. So, Guido, jetzt ist es vorbei, glaub, es ist nicht mehr glatt, es könnte glatt sein. Bitte, pass auf, bitte! Hab ich ganz vergessen zu erzählen? Der täberte Bauer, ja, fährt dann nüchtern mit Auto im Baum, ja, und bringt Hammerer auch gleich mit, ja. Hab ich gleich zwei Fliegen auf einen Schlag. Na, ist super, was? На капе имало.